ich fange an, eine kurze Einführung zu geben. Und jeder, der mit mir zu tun hat, muss sich immer wieder die gleiche Folie angucken, wenn wir beim Thema Klimaschutz sind. Nur ganz kurz, alle kennen sie wahrscheinlich, mir ist es nur so wichtig, noch mal zu zeigen, hier die CO2-Emissionen des Verkehrssektors. Die blauen Punkte zwischen 1990 und 2018, wir sind auf dem gleichen Niveau geblieben. Dann dieser schöne orangefarbene Bubbel ist das Ziel 2030 aus dem Klimaschutzplan für den Verkehrssektor. Das heißt, wir müssen um 40-42% reduzieren. Da ist noch gar nichts passiert. Aber die Bundesregierung hat ja ein ganz wunderbares Klimaschutzprogramm jetzt verabschiedet, wo auch das Thema Digitalisierung auftaucht. Kurzer Auszug aus dem Klimaschutzprogramm, dass eben die Digitalisierung ja auch ganz neue Möglichkeiten für die Mobilität eröffnet, dass man mit App-basierten Bedienkonzepten dann ganz vereinfacht oder deutlich vereinfacht den Zugang zu Sharing angeboten hat, dass die digitale Vernetzung das Pooling von Fahrten erlaubt und die Wahl, das fand ich auch ganz schön, einer für eine individuelle Fahrt geeigneten Fahrzeuggröße und die notwendige Voraussetzung, also die Maßnahme, die zu diesem Thema dann auch schlussendlich im Klimaschutzprogramm steht, ist die Anpassung des Personenbeförderungsgesetzes. Und das BMVI hatte im Vorfeld ja, die waren ja zuständig für die Maßnahmenvorschläge, die haben dann auch so einen Maßnahmenkatalog veröffentlicht und haben dem Thema Digitalisierung im Verkehrssektor tatsächlich ein Minderungspotenzial von 6-7 Millionen Tonnen zugeordnet. Bei insgesamt 55 Millionen Tonnen hat es dann doch einen recht hohen Anteil. So viel als Hintergrund zum Thema Klimaschutz und Digitalisierung, wie der Stand der Diskussion im Rahmen des Klimaschutzprogramms ist. Jetzt zu diesem Thema, okay, mit Apps zu den Sharing-Konzepten, eine kurze Einführung nur noch, was heißt Shared Mobility eigentlich? Das ist ein Sammelbegriff für die geteilte Nutzung von den verschiedensten Verkehrsmittelarten. Dazu gehört ganz klassisch der Linien- und Bedarfsverkehr, Carsharing, Bikesharing, kennen wir alles, will ich nicht wiederholen. Was ich aufzeigen will, ist, dass es von diesen ganzen Verkehrsmitteloptionen oder Sharing-Dienstleistungen dann auch noch unterschiedliche Geschäftsmodelle gibt. Beim Beispiel Carsharing gibt es klassisch eben stationsbasiert, dann kam das Free-Floating dazu, dann kombinierte Systeme, Peer-to-Peer. Und das Ganze, also wird oder der Zugang zu diesen einzelnen Angeboten kann dann eben über Apps ermöglicht werden, die quasi die Mobilitätsdienstleistung über eine zentrale digitale Plattform für Buchung, Fahrtenwahl, Abrechnung etc. pp. Nutzen. Und dann haben wir tolle studentische Hilfskräfte, die mal geguckt haben, so wer bietet eigentlich was an. Das heißt, wenn man hier nochmal einen Schritt weiter geht, sehen wir die große Vielfalt an Angeboten, Anbietern und Geschäftsmodellen. Die Vielfalt spiegelt sich dann auch bei den Begriffsdefinitionen wieder. Da gibt es Ride-Sharing, Ride-Selling, Ride-Sourcing, Mobility-on-Demand, App-basierte Fahrdienste, Ride-Hailing und so weiter. Was ich, also ja, tatsächlich stelle ich mir dann auch sehr oft die Frage, was ist jetzt eigentlich was? Was versteht man worunter? Was ich auch ganz nett fand, war das Beispiel von Clever Shuttle, wo wir ja gleich dann auch jemanden auf dem Podium mit sitzen haben, was auf der Internetseite sich als führender Ride-Pooling-Anbieter bezeichnet. Und wenn man sich dann die Medienanalyse anguckt, sagen 40% bezeichnen Clever Shuttle als Ride-Sharing, 20% als Fahrdienst und dann auch als Shuttle-Dienst, Sammeltaxi, Carsharing, Taxi-Sharing, Tür-zu-Tür-Fahrdienst, Elektro-Fahrdienst und so weiter. Also was klar ist und was uns auch bei der Diskussion heute so ein bisschen begleiten sollte im Hinterkopf, damit wir immer wissen, wovon wir sprechen. Die Begriffe für Mobilitätsdienstleistungen sind noch nicht so richtig einheitlich definiert. Die Vielfalt spiegelt sich auch bei den Wirkungen wider. Unterschiedliche Geschäftsmodelle können unterschiedliche Wirkungen haben, je nachdem, wie sie ausgestaltet sind. Das, was am besten erforscht ist, würde ich mal sagen, ist im Moment noch das Carsharing. Hier mal als Beispiel auf der linken Seite stationsbasiertes, auf der rechten Seite Free-Floating. Und dargestellt ist die Pkw-Ersatzquote, die bei stationsbasiertem Carsharing höher ist als bei Free-Floating.
Ein Grund ist sicherlich die Art des Geschäftsmodells, aber man muss auch unterschiedliche Zielgruppen der unterschiedlichen Geschäftsmodelle mit einbeziehen, dann natürlich bei der Auswertung oder aber auch bei der Auswertung der Daten die unterschiedlichen Methoden und Stichproben. Was mir nur wichtig ist, mit der Folie nochmal zu sagen, ist auch für die Diskussion, Effekte von Sharing-Angeboten müssen einfach differenziert betrachtet werden. Man sieht, es gibt noch ziemlich viele offene Fragen beim Thema Ridesharing vor allen Dingen, aber sicherlich auch noch beim Carsharing. Welche Wirkungen haben verschiedene Sharing-Angebote auf Umwelt und Gesellschaft? Welche Rahmensetzung braucht es für einen positiven Impact? Wie lässt sich die Shared Mobility sinnvoll in eine nachhaltige urbane Mobilität von morgen integrieren? Kurz, wann sind sie Fluch? Wie können sie Segen sein und werden? Und genau das möchten wir heute erst im Kreise des Podiums und dann mit Ihnen allen gerne diskutieren. Und ich freue mich sehr auf unsere erste Rednerin, Frau Dr. Claudia Nobis vom Institut für Verkehrsforschung vom DLR, wo sie seit dem Jahr 2000 schon arbeitet. Seit 2013 leitet sie da die Gruppe Mobilitätsverhalten. Schwerpunkt ihrer wissenschaftlichen Arbeit ist die empirische Erhebung und Analyse von Mobilitätsverhalten. Und sie betreut mehrere Projekte und hat im Rahmen verschiedener Projekte untersucht die potenzielle Nutzerakzeptanz von solchen neuen Mobilitätsdienstleistungen. Auf die Frage Fluch oder Segen antwortet sie, stimmen die Rahmenbedingungen, werden Car- und Ridesharing zum Segen. Claudia, du hast 10 Minuten, uns einen kleinen Impuls zu geben. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ja, Carsharing, ist es Fluch oder ist es Segen? Ich habe mal falsche Richtung. Genau, ich habe das mal mit zwei Symbolen dargestellt, den Fluch und den Segen. Es wurde gerade ganz nett gesagt, dass ich habe die nette Aufgabe, den Segen vorzustellen. Ich darf das Engelchen auf der rechten Seite spielen, dieses Teufelchen auf der anderen Seite. Das überlasse ich gerne dem Kollegen vom KCW. Ja, pauschal kann man natürlich nicht sagen, dass Carsharing, Ridesharing gut oder dass es schlecht ist. Es hängt sehr viel davon ab, wie die einzelnen Angebote ausgestaltet sind. Und es wurde gerade schon gesagt, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Ansonsten können diese Dienste ihre positiven Seiten nicht wirklich zum Wirken bringen. Auf diese Rahmenbedingungen, wie die gesetzt sein sollten, gehe ich am Ende vor allen Dingen auf das Thema Ridesharing an, das noch sehr viel neuer ist, das noch nicht so sehr bekannt ist. Aber zunächst einmal nochmal, was ist eigentlich das Gute an Ridesharing? Erstmal ganz simpel, man hat über eine App und verschiedenste Algorithmen die Möglichkeit, nicht nur eine Person im Auto fahren zu lassen. Da sitzen jetzt eben mehrere Personen drin. Die Fahrtwünsche unterschiedlicher Leute werden gematcht. Es fahren weniger Pkw, es wird CO2 eingespart. Ich gebe zu, die wenigsten Ridesharing-Dienste werden mit einem Cabrio unterwegs sein, aber es war tatsächlich die einzige Abbildung, die ich irgendwie gefunden habe, wo mal mehrere Leute ganz offensichtlich im Auto saßen. Ridesharing wird also zum Segen, wenn mehr Personen im Auto sitzen, der Besetzungsgrad ansteigt. Durchschnittlich sitzen in einem Auto so 1,5 Personen. Hier in Berlin wurde gesagt, dass ich glaube im Durchschnitt bei Bergkönig bei jeder zweiten Fahrt Leute drin sitzen, die sich nicht kennen. Also da wurden definitiv also Fahrten miteinander gematcht. Das ist also so ungefähr jede zweite Fahrt laut Tagesspiegel. Ein weiterer Vorteil ist, dass Lücken im öffentlichen Verkehr geschlossen werden können. Ich glaube, es gibt in Deutschland, leider gerade im ländlichen Raum, wo diese Dienste bislang noch nicht wirklich aktiv sind, genügend Beispiele, wo Ridesharing einen sehr, sehr guten Beitrag dazu leisten könnte, das öffentliche Nahverkehrsangebot zu verbessern. Und schließlich kann man mit Ridesharing eine ökologischere Fahrzeugflotte in Betrieb nehmen. Aktuell ist jedes zweite Fahrzeug bei Bergkönig ein E-Fahrzeug. Bis Ende 2020 soll es eine komplette E-Fahrzeugflotte sein. Aber das Ganze wird eben nur zum Segen, wenn nicht parallel andere Dinge stattfinden, wenn keine zusätzlichen Fahrten durch diesen Dienst entstehen, wenn die Nutzung nicht zulasten von Umweltverbund geht. Und wenn die Fahrten wirklich auch gepoolt stattfinden und nicht, wie das in den USA leider relativ oft der Fall ist, die Leute schlicht doch alleine drin sitzen und man dann eigentlich fast eher von Taxi reden muss.
Ja, Wiebke hatte schon die Vielfalt der verschiedenen Begriffe angesprochen. Ich bin Wissenschaftlerin und kann nicht ganz drum hin, doch noch mal ein bisschen Klarheit in diese Begriffe reinzubringen. Ridesharing heißt einfach, dass eine Fahrt geteilt wird. Das kommt eigentlich eher aus dem privaten Bereich, wenn Pendlerverkehre gemeinsam von Leuten durchgeführt werden. In diesem Fall geht es nicht darum, Gewinn zu machen. Es geht eigentlich nur, bestehende Betriebskosten zu teilen. Findet das Ganze kommerziell statt, spricht man eigentlich von Ride-Selling. Und dann gibt es wiederum zwei Varianten. Wenn nämlich nur eine Person drin sitzt, dann ist es Ride-Hailing. Und sobald es mehrere Personen sind, ist es Ride-Pooling. Also man sieht, das Themenfeld ist diffizil. Es gibt unterschiedlichste Ausrichtungen. Aber das, worüber in den Medien gerade auch sehr viel diskutiert wird und das, was hier eigentlich auch das Spannende ist, das ist also eigentlich Ride-Pooling oder auch On-Demand-Ride-Sharing. Ich kann Ihnen da relativ wenig dazu erzählen, wie diese Dienste aktuell wirken. Wir wissen einfach noch relativ wenig darüber. In den USA haben sie früher angefangen. Es gibt dort ganz andere Rahmenbedingungen. Man sieht dort tatsächlich, dass oft mehr Verkehr generiert wird und dass vor allen Dingen die Leute auch sehr oft alleine in diesen Fahrzeugen sitzen. Ich kann daher relativ wenig in Deutschland zu den Wirkungen sagen. Was allerdings relativ gut bekannt ist, sind die Effekte von Carsharing. Das Produkt ist seit 30 Jahren auf dem Markt und ich glaube, es gibt kaum eine andere Spezies in Deutschland, die so intensiv beforscht wurde wie der Carsharer. Da wissen wir inzwischen ganz gut, dass es wirklich positive Umwelteffekte hat. Ich glaube, das kann man nicht in Frage stellen. Man sollte allerdings, wenn man von Carsharing spricht, wirklich zwischen diesen Systemen differenzieren. Es gibt einfach wirklich zwei Angebote, die sich in ihrer Art und wie sie in die Alltagsroutinen der Menschen integriert werden, sehr stark unterscheiden. Das eine ist das stationsgebundene Carsharing. Das sind überwiegend Menschen, die überwiegend mit dem Umweltverbund unterwegs sind, aber für spezifische Situationen ein Auto brauchen. Und sei es, dass sie was transportieren wollen, sei es, dass sie mal einen Ausflug am Wochenende machen. Und für diesen spezifischen Zweck reservieren sie sich ein Auto, sind aber überwiegend mit anderen Verkehrsmitteln unterwegs. Auf der anderen Seite stationsungebundenes Carsharing oder Free-Floating-Carsharing. Das ist eine ganz andere Situation. Es ist nicht planbar. Die Menschen entscheiden in dem Moment spontan, habe ich ein Auto in der Nähe oder mache ich den Weg so, wie ich ihn vielleicht sonst sowieso mache. Das ist eine Situationsentscheidung. Es ist eine komplett andere Sache. Bei Free-Floating Carsharing gibt es ein Betriebsgebiet, also nur innerhalb eines bestimmten, relativ klein abgesteckten Gebietes bin ich in der Lage, das zu nutzen. Es ist also eine ganz andere Art der Mobilität und ich glaube, es ist auch nachvollziehbar, dass ich aufgrund eines kleinen Gebietes, in dem ich einen Free-Floating-Carsharing-Wagen nutzen kann, nicht unbedingt mein Auto abschaffe. Ich will damit auf keinen Fall Free-Floating-Carsharing schlecht sprechen. Es ist einfach ein anderer Effekt und ich glaube, es macht sozusagen das Zusammenspiel dieser beiden unterschiedlichen Systeme. Es gibt inzwischen sehr viele Carsharing-Nutzer, die beides nutzen und sozusagen aus beiden Systemen das Beste holen. Auch die Carsharing-Angebote selber, die stationsgebundenen Anbieter haben ihr Angebot flexibilisiert dadurch. Das war auch ein Anschub mit dem Free-Floating Carsharing, das eigene System ein wenig zu diversifizieren. Das Gute ist, dass wir inzwischen Carsharing relativ gut messen können. Die Studie Mobilität in Deutschland ist eine große bundesweite Erhebung. Wir konnten in dem Rahmen Carsharing nicht sehr differenziert analysieren, weil es einfach sowieso schon eine Vielzahl an Fragen gibt. Die Menschen wurden einfach nur gefragt, bist du bei einem Carsharing-Anbieter Mitglied oder bist du bei zwei und mehr oder bei keinem Mitglied? Wir haben nicht differenzieren können tatsächlich zwischen diesen Systemen. Ich hätte das gerne getan, aber es hätte einfach die Erhebung total überfrachtet. Es wird also nicht weiter differenziert, aber für die Gesamtheit der Carsharer kann man inzwischen sagen, in 5% der Haushalte bundesweit hat man mindestens eine Person, die Mitglied bei Carsharing ist. Es ist ein sehr urbanes Phänomen. Wenn wir das Ganze nach Raumtypen aufgegliedert uns angucken, sehen wir, 14% der Personen in Metropolen leben in einem Haushalt mit mindestens einem Carsharing-Nutzer. In Hamburg sind es 20%, in Berlin sind 16%. Also es ist eine nicht vernachlässigbare Gruppe. Und auch wenn wir wissen, dass bei solchen Erhebungen das oft mehr Leute mitmachen, die an solchen Themen Interesse haben und das wahrscheinlich ein bisschen zu hoch ist, selbst wenn wir 10% abziehen, das ist wirklich inzwischen in einem guten, messbaren Bereich. Ich erzähle nichts Neues, wenn ich sage, dass die Carsharer jung sind, überwiegend männlich und gut gebildet. Ich finde immer wieder den Fachhochschul- und Universitätsabschluss beeindruckend. 66% der Carsharer haben einen solchen.
Bundesweit sind wir dabei 18% und bei den 30- bis 49-Jährigen, die so ein bisschen besser die Gruppe der Carsharing abbilden, sind es 32%. Es ist also noch eine sehr spezifische Gruppe, die man damit erreicht. Im stationsgebundenen Bereich fängt sich das an zu ändern. Da hat man tatsächlich schon mehr Leute, die vor Jahren dazugekommen sind und sozusagen älter geworden sind. Das Geschlechterverhältnis, die Altersverteilung hat sich da schon so ein bisschen verändert. Aber auf die Gesamtheit der Carsharer in Deutschland kann man sagen, es gilt eben nach wie vor, sie sind jung, überwiegend männlich und gut gebildet. Jetzt hört man immer wieder, naja, die sind alle Mitglied, aber die nutzen es ja nicht. Stimmt. Also wir haben fast 1 Million Wege bei der MID und gerade mal 500 ungefähr sind Carsharing-Wege, berichtete Carsharing-Wege. Das sagt aber eigentlich nur relativ viel über das eigentliche Mobilitätsverhalten dieser Gruppe auf. Es ist schlecht für die Carsharing-Organisation, dass diese Dienstleistung nicht genutzt wird. Rein für die Wirtschaftlichkeit ist das ein Problem, aber vom Prinzip her ist es ja eher interessant, dass man sich beschwert, dass die nicht Auto fahren. Eigentlich heißt es nur, die fahren sehr viel mit anderen Verkehrsmitteln. Sie fahren sehr viel häufiger Fahrrad, sehr viel häufiger ÖPNV, als das eine vergleichbare Gruppe ist. Ich gucke hier nur Personen zwischen 30 und 49 Jahren aus Metropolen an. Die sind sehr viel mehr multimodal unterwegs und das ist obendrein eine Gruppe, die extremst mobil ist. Also die legen 61 Kilometer durchschnittlich pro Tag zurück, die vergleichbare Gruppe ohne Carsharing, da sind es 48 Kilometer. Es ist eine hochmobile Gruppe, die dann unterm Strich zwar genauso viel MIV fährt, aber der Anteil auf die Gesamtstrecke ist dann eben doch deutlich geringer. Ja, damit komme ich wieder zurück zu Ridesharing und den Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit das Ganze eine positive Wirkung hat. Ich glaube, vom Prinzip her ist klar, dass das Ridesharing eher diesem flexiblen bzw. dem free-floating Carsharing ähnelt als dem stationsgebundenen und die Einsparungseffekte da per se nicht groß sind. Aber wenn man die Rahmenbedingungen richtig setzt, dann können sie eine Menge Positives bewirken. Es besteht eben durch Ridesharing die Möglichkeit, den liniengebundenen Verkehr zu erweitern. Es besteht die Möglichkeit, gerade beim Zu- und Abbringer, also den liniengebundenen Verkehr, Zubringerdienste zu bekommen. Man kann kostensparend Schwachlastzeiten abdecken. Und man kann gerade auch im ländlichen Raum, wo es leider bislang aber noch keine Rolle spielt, Alternativen zum eigenen Pkw aufbauen. Es gibt den liniengebundenen Verkehr, kann den Bedarf dort relativ schlecht abdecken, aber gerade mit diesen neuen digitalen Angeboten besteht eigentlich ein Riesenpotenzial, dort die Fahrtwünsche zu bündeln und mit kleineren Pkw abzudecken. Ridesharing kann damit ein ganz wichtiger Baustein bei multimodalem Mobilitätsverhalten werden. Generell ist es außerhalb der großen Städte bestimmt kein Selbstläufer. Es ist sicher was, was massiv unterstützt werden muss. Und damit bin ich bei der letzten Folie. Es ist wichtig, dass Ridesharing als Bedienstandard in Nahverkehrspläne aufgenommen wird. Auf diese Art und Weise haben Länder und Kommunen die Planungshoheit in diesem Bereich und sie können auch darauf bestehen, dass bestimmte Angebote wirklich auch geschaffen werden. Dafür braucht es natürlich die entsprechende finanzielle Unterstützung, gerade im ländlichen Gebiet. Am Stadtrand kann man Ridesharing ebenfalls sehr gut einsetzen und in den hochverdichteten Gebieten ist es eigentlich besser, wenn man sie nur in Schwachlastzeiten einsetzt oder wenn schlechte Querverbindungen bestehen, die man dadurch dann ersetzen kann. Und ja, wichtig wäre es, das Ganze in den Tarif mit einzubinden und auch in die ÖPNV-Fahrgastinformation. Und wichtig wäre es auch, einen barrierefreien Zugang zu schaffen und vor allen Dingen eben wirklich Poolingfahrten zu unterstützen und nicht nur Einzelfahrten und einen Fokus auf emissionsarme Fahrzeuge zu setzen. Ich glaube, wenn man sich das anguckt, wird relativ klar, dass es in diesem Bereich eine starke Regulierung braucht, wenn man genau die Stärken des Systems dort einsetzen möchte, nämlich im ländlichen Raum, wo sie definitiv kein Selbstläufer sind. Es wird kaum ein Wirtschaftsunternehmen geben, die das dort selbst initiieren, weil es ist kein Wunder, dass die alle in die Städte und in die Bereiche gehen, wo viele Nutzer sind und man eben relativ schnell Geld verdienen kann. Es ist sicherlich auch in Ordnung, dass man die ersten Versuche genau dort erstmal stattfinden lässt, weil es einfacher ist, sie zu initiieren. Aber längerfristig sollte man dann doch gucken, wie man das Ganze in eine Richtung bewegt, damit wirklich die positiven Dinge zum Tragen kommen. Damit bin ich mit meinem Beitrag zu Ende und darf mich ganz herzlich für Ihr Zuhören bedanken. Ganz herzlichen Dank. Ich würde sagen,
Wir machen 5 Minuten Verständnisfragen. Diskutieren tun wir hinterher. Verständnisfragen. Einmal hier. Ja, vielen Dank. Nur eine ganz kurz. Sie hatten mich jetzt ein bisschen verwirrt mit Ride-Sharing. Also meinen Sie mit Ride-Sharing, Ride-Selling-Angebote? Also kommerzielle Angebote oder ist dann wieder Car-Sharing, wo ich noch jemanden mitnehme? Oder beides gemeint? Also Ride-Sharing als Oberbegriff von kommerziellen und privaten Angeboten. Da habe ich es offensichtlich doch nicht gut erklärt. Also Ride-Sharing hat tatsächlich eher den Ursprung in diesem privaten Bereich. Also wo es darum geht, kein Geld zu verdienen und die Betriebskosten sozusagen auf mehrere Leute zu verteilen. Und formal spricht man eigentlich, wenn es darum geht, Geld damit zu verdienen, von Ride-Selling. Aber es hat sich landläufig einfach ergeben, dass man eben doch von Ride-Sharing auch in diesem kommerziellen Bereich spricht. Theoretisch sollte man ja besser von On-Demand Ride-Sharing sprechen oder eben wirklich von Ride-Pooling. Und Sie sprechen jetzt, also weil ich weiß schon, es gibt diese Vermischung und so, aber ja. Sie sprechen jetzt schon bei Ride-Sharing nur von kommerziellen oder von privaten? Ja. Oder? Also ich habe mich vom Wording her, bin ich einfach dann wirklich bei diesem Ride-Sharing geblieben, aber insofern stimmt, ich hätte dann eben auch konsequent eigentlich von Ride-Pooling sprechen müssen. Gut, noch eine weitere. Herr Schulze vom Klimabündnis, Sie hatten so eine Grafik, so eine Balkengrafik mit Prozentzahlen, wo die mit den höheren Zahlen, die Balken kürzer waren als die... Das habe ich mich natürlich ganz rausgeschossen, das ist Quatsch. Das habe ich, die Grafik habe ich nicht verstanden, die war relativ weit am Ende, im letzten Drittel. Du weißt nochmal durch, Entschuldigung, ups, da war ich schon zu weit. Nee, weil diese. Genau, da habe ich nicht verstanden, warum sind jetzt die Balken mit den kleineren Prozentzahlen länger als die mit den größeren. Abgebildet sind alle Personen aus Metropolen im Alter von 30 bis 49 Jahren. Dunkelblau, ja, habe ich nicht wirklich erklärt. Dunkelblau sind die, die kein Carsharing nutzen und hellblau, das sind die Carsharing-Nutzer. Und wenn man ganz oben zum Beispiel guckt, sieht man Personen, die keinen Pkw im Haushalt haben. Da sind die Zahlen genau gedreht. Kein Wunder, dass sie da drüber gestolpert sind. Das Hellblaue ist interessant, was da eigentlich Excel gemacht hat, ne? Genau. Die Zahlen sind genau. Also wenn man das reproduziert will, schafft man es nicht, oder? Die Zahlen sind genau falsch rum drin. Ja. Okay. Danke. Gut, aber die Farben stimmen, es sind nur die Zahlen getauscht. Correct. Aber wie geht das? Ja, gute Frage. Okay, gut, danke. Gut aufgepasst. Dankeschön. Gut. Wunderbar, keine weiteren Fragen. Ich danke dir. Wir sehen uns gleich wieder. Und jetzt freue ich mich sehr, Dr. Jan Werner zu begrüßen. Er ist seit 2003 Geschäftsführer bei KCW, einer Beratungsgesellschaft für den Umweltverbund, also spezialisiert vor allen Dingen auch auf den ÖPNV mit den Themen Schwerpunkten auch der Verkehrswende. Und er sagt auf die Frage, Car- und Ridesharing, Fluch oder Segen, es ist ein Fluch, dass die verkehrspolitische Aufmerksamkeit sich in einem hohen Maße mit Ridesharing-Angeboten beschäftigt, die so wenig, wenn überhaupt, zur Verkehrswende beitragen. Ja, vielen Dank für das Intro. Zweiter Impuls. Ich starte mal auch gleich mit der Begriffsbestimmung, damit wir wissen, worüber wir reden. Es gibt neben dem, was wir eben gehört haben, noch weitere Begriffswelten in den USA, wo man relativ viel im Augenblick forschen kann und sich anschauen kann. Da haben die englischen Begriffe eine ganz andere Bedeutung als im nationalen Kontext in Deutschland. Da muss man also auch wieder hoch aufpassen, dass man die nicht von dort etwa 1:1 hier anwendet. Dort heißen die Verkehre Plattformverkehre, weil es letztendlich das entscheidende Merkmal ist, es sind digitale Plattformen, über die disponiert wird und die auch mit den typischen ökonomischen Grundsätzen digitaler Wirtschaft arbeiten. Ich habe mich daher entschieden, dann eine zweite Begriffswelt, mit der ich Sie nicht konfrontiere, das ist die rechtliche. Da ist es nämlich Gelegenheitsverkehr mit Einzelplatzvermietung, über den ich jetzt hier sprechen würde. Das werde ich nicht tun. Ich spreche über App-Taxen. Das ist aus meiner Sicht so das Einfachste, was man sich vorstellen kann. Ich möchte von A nach B kommen, wie mit einem Taxi, und dazu bei einer App möglichst auf meinem Handy auf den Knopf drücken und dann funktioniert das irgendwie. Deswegen bei mir geht es jetzt im Kern um App-Taxen, manchmal um in den ÖPNV eingebundene App-Taxen, aber das erzähle ich dann ganz zum Schluss und achte hoffentlich darauf, wann es soweit ist.
Ja, und jetzt sollte ich fluchen. Das tue ich eigentlich nicht so sehr. So rein mental nicht. Fluchen bedeutet ja, sowohl die fluchende wie die verfluchte Person müssen an irgendwas Gemeinsames glauben. Sonst wirkt ja so ein Fluch nicht. Und das weiß ich jetzt nicht, welche Basis wir da haben. Glauben wir mal daran, dass wir die Klimawende und die Verkehrswende bis 2050 hinkriegen wollen und vor dem Hintergrund dann mein Fluch. Und das sind so die üblichen Bedingungen für Flüche. Und starten möchte ich aber mit dem, beschäftigen wir uns eigentlich mit den richtigen Dingen. Ich gehe mal eben rein planerisch ran. Rein planerisch möchte ich, dass die Verkehrswende und die Klimawende ein Erfolg wird. Und dass wir 2050 dastehen, wo eben eingangs bei dir unten der Button ganz unten rechts war. Klimaneutraler Verkehr. Da kann der Umweltverbund einen Anteil leisten. Da können auch App-Taxen und in den ÖPNV eingebundene App-Taxen einen Anteil leisten. Aber erstmal möchte ich wissen, was ist eigentlich mein Ziel? Was ist eigentlich das Ziel für die Nachfrage im Umweltverbund? Und was ist der Marktanteil, den der Umweltverbund haben soll? Und inwieweit soll der Pkw-Verkehr dekarbonisiert werden? Und inwieweit kommt der Umweltverbund übrigens differenziert nach Stadt und Land und verschiedenen Raumtypen eigentlich klar? Wenn ich das weiß und will, dann muss ich rückgerechnet aus 2050 mir überlegen, was kann ich in den Jahren davor als Ziele erreichen? Das geht natürlich nicht entkoppelt von Strategien, über die ich mir Gedanken machen muss. Also mit welcher Strategie kann ich das erreichen? Da spielt auch dann das Thema Zusammenspiel ÖV und App-Taxen eine Rolle, also klassischer ÖV und App-Taxen. Aber alle, wirklich alle Untersuchungen, sei es zum autonomen Fahren oder zu den On-Demand-Verkehren, kommen zu dem Ergebnis, mehr öffentlicher Verkehr und mehr Umweltverbund geht nur, wenn die Hauptachsen absolut gestärkt werden. Und die Hauptachsen sowohl im städtischen Bereich wie auch im ländlichen Raum. Das kriege ich nicht flächenneutral oder überhaupt auf der vorhandenen Fläche hin, wenn ich das nicht mit ÖV mache. Da nützen mir auch die Kfz-Personalbesetzungssteigerungsgrade nichts. Das nur als der Einstieg. Und jetzt ist es ja so, dass diese Debatte nicht angestoßen worden ist, zielgerichtet über Klimaschutz oder Verkehrswende, sondern sie kommt aus der Digitalisierung. Also sie kommt aus der Digitalisierung, deswegen ist sie nicht schlecht. Aber ich muss als erstes mal mir anschauen, was für Ziele propagieren denn die neuen Mobilitätsanbieter? Und die klingen erstmal klasse. Also wir retten die Welt und wer mit uns fährt, hilft der Natur und macht neue Freunde, weil wir alles scheren. Sharing is caring. Also das ist sozusagen doch erstmal klasse. Aber das Schlimme ist, das setzt sich in Köpfen fest. Das ist ja auch gut so bei gutem Marketing. Das setzt sich fest und mit dem, da kann man sich erstmal auch in politischen Debatten nicht von lösen. Weil ist ja auch klasse. Und jetzt mal noch anders gedacht. Verkehr ist so ein dickes, langes Bohren dicker Bretter, was dann auch extrem lange dauert, bis ich eine neue Verkehrsinfrastruktur habe, neue Schienenfahrzeuge auf irgendwas, eine neue Strecke gebracht habe. Ja, und wenn man doch Schnipp sagen kann und man kriegt über eine digitale App das alles gelöst, wäre doch klasse. Würde man sogar in der gleichen Legislatur noch erleben. Also nicht erst drei Legislaturen später, wo man selbst nur noch zum politischen Alteisen gehört. Also ich kann die Politiker verstehen, die da drauf abfahren. Der Staat muss nur leider anders rangehen. Der Staat muss sich überlegen, was sind eigentlich meine Interessen? Da bin ich mit meiner Vorrednerin, die ja gar nicht so engelhaft, so selig da nur war, völlig überein. Ich muss mir als Staat überlegen, wie sichere ich lebenswerte Städte und Orte? Wie organisiere ich Mobilität unter diesen Bedingungen? Und wenn ich das haben will, dann muss ich mir über Leistungsfähigkeit und Effizienz der Verkehrssysteme Gedanken machen, über die Sicherung der Mobilität, den Schutz des Klimas und den Schutz vor verkehrsspezifischen Gesundheitsgefahren. Das tun kommerzielle Anbieter zu Recht nicht. Wer eine App-Taxe fährt, will dauerhaft, zumindest irgendwann, Gewinn machen. Und der will, und das können die gut, Bequemlichkeit maximieren. Auf Knopfdruck komme ich von da nach da, ich muss nichts machen, ich muss vor allen Dingen keinen Parkplatz suchen. Das ist das Beste, was die in den USA haben. Parkplatznot in den Städten führt dazu, App-Taxen sind klasse. Aber es kann natürlich kollidieren. Jetzt kurzer Überblick, der sehr knapp ist, wenn Sie hinterher das PDF bekommen. Da hinten hängen die ganzen Links in Veröffentlichungen drin, sowohl die aus den USA wie eigene von uns, wo wir das mal aufbereitet haben. Markterfahrung, wer Geld verdienen will, geht dahin, wo das Gelbe vom Spiegelei ist und nicht an das Weiße.
dass alles andere wäre auch Nonsens. Also ich bin da, wo ich Zeiten und Räume hoher Nachfragedichte habe. Ungern fahre ich woanders hin. Das Schwierige ist, war auch in den USA so, die Taxen, das ist der Konkurrent im Gelegenheitsverkehr, die leben davon, dass sie eine Verpflichtung haben, die sie dazu verpflichtet, auch überall sonst wohin zu fahren, wo es gerade nicht Zeiten und Räume hoher Nachfragedichte und damit wirtschaftlich attraktiv ist, sondern auch irgendwo anders hin. Das ist so eine Querfinanzierung. Die haben das Gelbe vom Ei und das Weiße drumherum. Ja, und wenn jetzt im Gelben vom Ei ihnen ganz heftig Konkurrenz gemacht wird, dann tun die sich natürlich auch schwerer und dann sind es auch weniger Taxen, die da zur Verfügung stehen, woanders hinzufahren. Die Folgen für den Taxiverkehr als erstes sind, der Taxiverkehr selber wird verdrängt und durch App-Taxen ersetzt. Das ist jetzt erstmal auf der Ebene Mobilität ja durchaus gar nicht so schlimm, aber auf der Ebene, also jetzt der hier bewältigten Mobilität, aber in den USA, übrigens anders als hier, weil es dort weniger ÖV gibt, mehr als die Hälfte der Taxifahrten sind Fahrten zur Arbeit von Working Poor, die sich kein Auto leisten können. Also das ist für heute, für hiesige Verhältnisse unvorstellbar. Also nicht die Reichen, in Anführungszeichen bitte nur zu verstehen, fahren Taxi, so nach dem Motto, sondern das typische Taxi ist eines zur Arbeit. Arbeitsfahrten sind verdammt unproduktiv. Man fährt nämlich meistens von einem Ort irgendwo draußen nach drinnen oder von drinnen und steht dann an der falschen Stelle, wenn man also eine Fahrt gemacht hat. Die werden genau nicht von den App-Taxen im Regelfall gefahren. Was haben wir für Folgen, die man für den Umweltverbund in den USA sehen kann? Das ist jetzt hier eine Darstellung, die nur die Entwicklung darstellt, nicht die Wirkung, aber es hängt eine andere Studie damit zusammen. In den USA der letzten Jahre konnte man ein massives Ansteigen des Autoverkehrs beobachten. Ein Ansteigen TNC, das sind dort die Plattformbetreiber, also unsere App-Taxen sind die TNCs hier in der Statistik der USA. Und die Plattformbetreiber haben überall kräftig gewonnen. Verloren hat vor allen Dingen der Transit, das ist hier unsere Diktion öffentlicher Verkehr, und Carsharing. Also da lassen sich auch klare Ursachen feststellen. Das heißt, Carsharing und App-Taxen haben die gleiche Klientel und das massive Anwachsen der App-Taxen hat dazu geführt, wo ich vorher ein Carsharing-Auto genutzt habe, lasse ich mich doch lieber fahren und muss nicht noch einen Parkplatz suchen. Sehr verkürzt. Und das Gleiche gilt für den ÖV, der hat in den Innenstädten verloren. Das kann man sehr schön sehen am Beispiel von New York. Da kamen die App-Taxen auf, Taxi und Fahrdienste, das meint eben hier, die App-Taxen sind hier zusammengefasst. Die haben ihren Aufwuchs gehabt seit 14, 15, 16. Praktisch parallel gab es ein Abknicken des Busverkehrs und seit 2016 auch einen Rückgang im U-Bahn-Verkehr. Das ist auch hausgemacht durch Qualität der U-Bahn. Beim Busverkehr ist es noch anders. Der ist in den Innenbereichen so zugestaut durch die über 80.000 Taxen mit noch mehr Verkehrsleistungen, dass der einfach nicht mehr vorankommt. Und wenn ich schon im Stau stehe, dann doch lieber in einem App-Taxi. Jetzt die eigentliche Frage. Ist das Ganze nur ein Anfangsphänomen oder ist es systemimmanent? Leider muss ich bei dem Geschäftsmodell, was wir in den USA sehen, sagen, es ist systemimmanent. Wir haben es analysiert. Das System lebt von der Überweidung. Das heißt, ich muss so viele Fahrzeuge reinschicken, dass A, meine immer am ehesten sind, wenn ich mehrere Konkurrenten habe, die sich darum balgen, der Zweite, der da kommt, kriegt nichts mehr. Also ich muss sofort anbieten können und ich muss mein Label am Markt durchgesetzt haben. Das bedeutet, es sind sehr viele Fahrten, die rumfahren und damit ich Qualitätsstandards halte, so alle 5 Minuten, alle 8 Minuten ist die durchschnittliche Zeit zwischen Knopfdruck und Fahrzeug da. Dazu müssen ziemlich viele Fahrzeuge herumfahren. Das heißt, das Cruisen der Fahrzeuge im öffentlichen Raum ist Teil des Geschäftsmodells.
Und das ist bei Taxen hier übrigens auch nicht viel anders. Sie haben zwar auch Standplätze, also ich will jetzt nicht das Taxi da absolut gut reden, sondern einfach nur die Schwierigkeiten aufzeigen. Das führt dazu, dass selbst in Szenarien, das hier ist, sind die Ergebnisse nicht von uns, sondern einer Studie aus den USA, die gesagt hat, selbst wenn ich mal alle Sachen durchspiele, einen ambitionierten Pooling-Anteil, einen hochoptimistischen Pooling-Anteil, nirgendwo komme ich dahin, dass ich mehr Mobilität bei weniger Verkehr erreiche, sondern immer mehr Mobilität bei noch viel mehr Verkehr. Also das heißt, die, mit den PKM nehmen überproportional die Fahrleistungen zu. Woran liegt das? Das liegt schlicht daran, mit jeder Fahrt, die ich mit Fahrgast mache, ist ungefähr 2/3 der Leistung zusätzlich verbunden durch das Cruisen in dem Raum. Also sozusagen schließt sich nicht eine Fahrgastfahrt an die nächste an, sondern der Leerleistungsanteil ist hoch. Und das Zweite ist, der Besetzungsgrad, also jetzt der Pooling-Anteil erstmal, der liegt bei 20%. Und der ist zwar mal gestiegen, dann wieder gefallen. Und man muss leider sagen, ökonomisch lohnt sich ein höherer Pooling-Grad auch nicht. Weil jedes Pooling bedeutet eine Unterbrechung der Fahrt für den ersten Fahrgast. Die Akzeptanz dazu ist gering. Man findet den nächsten vielleicht nicht schnell. Das heißt, Pooling-Akzeptanz ist sehr hoch, wenn ich erwarten kann, es kommt dann eh keiner, aber ich kriege einen günstigeren Tarif. Das ist sozusagen das, wie es läuft. Und die tatsächliche Pooling-Quote ist eben nicht sehr hoch. Und jetzt kommt das Ergebnis. Da sitzen 1,12 Personen im Durchschnitt im Fahrzeug. Und wir haben heute eben gerade gehört, 1,5 oder zwischen 1,3 und 1,5 oder 6, je nach Ort, den ich mir anschaue, ist die hiesige Besetzungsquote. Das heißt, man kann leider sagen, eigener PKW ist zumindest, was diese heutigen Verhältnisse angeht, ökologisch verträglicher. Das ist jetzt zu kurz gegriffen an einer Stelle. Ich sehe auch, dass man einen Nutzen hat von den App-Diensten, wenn man sie in den ÖPNV einbindet. Bisher sind aber die Geschäftsmodelle alle nicht darauf ausgerichtet, den ÖV anzufahren, und zwar gezielt. Das soll ja nicht zufällig sein, sondern gezielt. Die sind auch nicht in der Lage, Mengen zu bewältigen. Wie will ich das an einer Haltestelle hinbekommen, wenn da statt 2 Bussen 50 App-Taxen praktisch gleichzeitig halten sollen? Das ist in Innenräumen der Städte gar nicht denkbar. Die Schwierigkeit ist, und da bin ich jetzt auch klar, haben wir doch noch einen Dissenspunkt, nicht mit meiner Vorrednerin überein. Die Schwierigkeit ist, dass die App-Taxen in den USA bisher ein Zuschussgeschäft sind. Nicht die öffentliche Hand schießt zu, sondern es wird das Geld der Investoren von Uber und Lyft versemmelt. Das mag ein Geschäftsmodell sein. Ich weiß nicht, wie weit sich das trägt, aber bisher hat Uber noch nicht in einem Jahr mal auch nur annähernd Gewinn gemacht, sondern immer nur seine Milliardeninvests, die es eingesammelt hat, verbraucht. Das heißt, im Augenblick ist es ein subventioniertes Geschäft und ein subventionierter Preis. Das heißt, es werden mit privat subventionierten Preisen im Augenblick Taxen aus dem Markt gedrängt, die mit Preisen fahren, die sozusagen errechnet sind und kostendeckend sind. Auf die sozialen Probleme, da will ich gar nicht eingehen, sondern mir geht es jetzt darum, wenn ich das Modell übertrage, und das haben wir jetzt in verschiedensten Gutachten gerechnet, schlicht die Kosten. Solange Fahrerinnen oder Fahrer damit bei sind, ist das extrem teuer. Und das macht es auch so wenig wirtschaftlich. Es ist also extrem bequem. Es wird mit Sicherheit eine hohe Kundschaft finden zu relativ betrachtet niedrigen Preisen. Ich brauche dann aber einen Finanzier für diese Preise. Also wer zahlt mir den Zuschuss? Und das geht in einem städtischen Raum vielleicht noch auf. Da sehe ich den Nachteil eher an den hohen zusätzlichen Fahrleistungen dieser Verkehre. Aber im ländlichen Raum sind wir nicht dazu gekommen, dass diese Verkehre auch nur eine irgendwie adäquat bezahlbare Funktion leisten, weil ich quasi, das ist nicht sehr falsch, praktisch einen Taxipreis zusätzlich vergüten müsste. Und diese Euros pro Kilometer Zuschuss kann sich die öffentliche Hand nicht leisten.
Also es ändert sich nicht dadurch, dass es ein App-Taxi ist, etwas an der grundsätzlichen Kostenstruktur der Fahrzeuge. Das hängt ja dann nur von dem Ertrag ab und der ist auch nicht endlos hoch. Das heißt, mein Problem ist, für die Fläche werden unbezahlbare Erwartungen geweckt. Und jetzt meine wirkliche Frustration, ich sehe im Augenblick nicht, dass sich die Politik wirklich darum bemüht, eine wirksame Regulierung und eine Einbettung in den starken ÖPNV, in einen starken ÖPNV zu sichern. Das wäre erforderlich, damit ich das Zeug nicht verfluchen müsste. Ja, und verfluchen muss ich es genauso, wie es schon gesagt worden ist. Deswegen, wir haben in der Verkehrspolitik nur ein begrenztes Aufmerksamkeitsmoment. Und davon ist gefühlt 2/3 auf eine PBFG-Novelle und auf diese App-Taxen gegangen, statt sich mal über die Ziele der Verkehrspolitik langfristig Gedanken zu machen, damit man die dicken Bretter auch gebohrt bekommt. Und das verfluche ich. Und nach dem Vortrag von Jan Werner würde ich tatsächlich sagen, wir machen mal mit hier weiter, Johanna. Ja. Johanna Reinhardt arbeitet beim Clever Shuttle. Wir haben eins zu viel. Wir machen so ein Fishbowl-Prinzip und später können sich dann noch Leute dazusetzen, wenn sie möchten. Deswegen, ich bin auch erst drüber gestolpert. So, ich starte nochmal. Johanna Reinhardt arbeitet bei Clever Shuttle und ist zuständig für Public Affairs. Sie beschäftigt sich schon lange mit dem Thema oder seit einigen, ja, doch eigentlich so. Das ist immer eine Frage, ich wollte gerade sagen, das ist immer eine Frage der Perspektive. Schon seit einigen Jahren mit dem Thema Mobility as a Service und war vorher bei der Agentur für Elektromobilität in Berlin und bei der Agora Verkehrswende beschäftigt. Und sie antwortet auf die Frage, Fluch oder Segen, Gegenfrage. Wenn Mobility as a Service Fluch sein soll, was ist dann das private Auto? Es wird eine naive Debatte zu neuen Mobilitätsangeboten geführt, die zu keiner langfristig nachhaltigen Veränderung führt. Viel wichtiger wäre es, herauszufinden, welche Rahmenbedingungen positive verkehrliche Effekte von neuen Angeboten unterstützen. Ich würde direkt an den Vortrag anschließen und fragen wollen, gibt es überhaupt eine Chance, dass solche Angebote wie Clever Shuttle zu einer Mobilitätswende beitragen können, gerade vor dem Hintergrund, dass in den Staaten offensichtlich die Auslastung bei 1,1 Personen pro Fahrzeug liegt. Wie sieht das bei Clever Shuttle aus? Ah, ich habe ein eigenes, oder? Ja, eigentlich würde ich das machen. Hallo. Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen aufräumen, bevor wir loslegen. So, das vielleicht ganz kurz zum Thema Fluch oder Segen und die Frustration mit der Politik, dass sie sich sehr auf dieses Thema fokussiert, habe ich auch. Nicht, weil ich denke, sie sollten sich nicht mit uns beschäftigen und wir wollen machen, was wir wollen, sondern weil, wie auch gerade schon in dem Statement so ein bisschen hervorgekommen ist, die Debatte sehr verzogen ist und unterschiedliche Debatten geführt werden. Im Personenbeförderungsgesetz geht es gerade eigentlich nur darum, wer sichert sich welche Marktanteile in irgendeiner Form. Klimaschutz spielt gerade gar keine Rolle. Da komme ich aber gleich zu. Und die Zeit rennt und wir sind eigentlich nicht so richtig weitergekommen und auch nicht mit den Ergebnissen aus den USA. Vielleicht ganz am Anfang zu Clever Shuttle. Also Clever Shuttle ist ein Ride-Pooling-Unternehmen. Wir nutzen diese Pooling-Definition, um ein bisschen aufzuklären. Und das klappt aber nicht so gut, weil eben alle anderen Anbieter teilweise auch andere Definitionen nehmen. App-Taxi ist auch wieder schwierig, weil wir im Vergleich zu den Studien, die auch in den USA jetzt aufgeführt wurden, wir bieten nur ein Pooling-Produkt an. Das heißt ausschließlich die Bündelung von Fahrten. Ganz kurz, ich will da auch nicht so eine lange Clever Shuttle, was sind wir, bla bla, Marktgeschichte bringen, sondern muss es trotzdem noch mal kurz erklären. Also wir sind hier 2014 gegründet in Berlin. Wir waren ein Startup, wurden von der Deutschen Bahn übernommen zu 80% im letzten Jahr. Wir sind ein Pooling-Anbieter. Das bedeutet jetzt mal für Sie als Kunden, wenn Sie von A nach B wollen, dann ist das wie mit der Carsharing-App, sagen Sie, obwohl mit dem Carsharing ist es ein bisschen anders, aber Sie geben meinetwegen wie mit der Taxi-App, Sie geben Ihr Ziel an, dann wird Ihnen ein Fahrtvorschlag angegeben, das sagt, Auto XY holt Sie ab, Sie fahren nicht selber, Sie brauchen 10 Minuten und Sie zahlen 12 Euro. Und der Preis steht von Anfang an fest, unabhängig wie viele Leute dann noch hinzukommen. Das heißt, für Sie als Kunde ist es so, dass Sie einen Umweg in Kauf nehmen, weil weitere Leute hinzusteigen und aussteigen und Sie nicht hundertprozentig wissen, wann Sie ankommen. Das ist der große
großer Unterschied zum Taxi oder zum normalen Mietwagen oder auch zum App-Taxi, wo man direkt von A nach B befördert wird. Und es ist aber komfortabler in dem Sinne, das stimmt, als der ÖPNV, weil sie eben direkt befördert werden und nicht umsteigen müssen. Das Besondere an Clever Shuttle ist, dass wir ausschließlich Elektrofahrzeuge einsetzen, sowohl batterieelektrische als auch Wasserstofffahrzeuge. Und wir sind mittlerweile in 5 deutschen Städten unterwegs. Wir waren in mehr Städten unterwegs. Ich weiß nicht, ob die Frage gleich kommt und wie sehr Sie sich mit dem Thema auskennen. Ich sage es jetzt schon mal, wir können später auch mal drüber reden, wieso das so ist. Das hat auch was mit der Wirtschaftlichkeit zu tun, denn wir sind kein Unternehmen, das nur von Bezuschussungen lebt, sondern wir haben das Ziel, wirtschaftlich zu sein und werden in diesem Jahr auch in der ersten Stadt wirtschaftlich sein. Das unterscheidet uns auch. Und die ganzen anderen Sachen, die ich da kritisieren wollte, habe ich vergessen, aber die kommen bestimmt gleich nochmal. So, die Frage. Fluch oder Segen, was müssen wir besser? Kannst du das noch einmal zusammenfassen? Ja, also mich würde jetzt tatsächlich nach dem Vortrag... Und auch gerne Verständnisfragen direkt sofort, immer. Würde mich interessieren... Unser Beitrag. Der Beitrag und auch so diese... Ich meine, was immer wieder thematisiert wird, ist genau dieses Thema Auslastung und es erzeugt mehr Verkehr und so weiter. Okay, vielleicht einmal Auslastung und Beitrag getrennt. Also wir haben zurzeit eine Poolingquote von 50% durchschnittlich in diesen 5 Städten oder was waren 8 Städte. Das bedeutet, dass jede zweite Fahrt, das ist wie beim Bergkönig auch, geteilt ist und oder gepoolt. Damit meinen wir nicht, wenn wir beide jetzt von A nach B, wir fahren jetzt zusammen zum Zoo, dann zählt das nicht als Pooling, sondern es muss eine Partei, die sich vorher nicht kannten, noch aufgenommen werden. Das heißt, das ist ein großer Unterschied. Das ist auch ein großer Unterschied in den USA, wo hauptsächlich erstmal diese App-Taxen auf den Markt gekommen sind, wo es noch nicht geteilt war, sondern es ging einfach um eine Bestellung über eine Plattform. So, das heißt, das ist die Poolingquote und bei dem Thema Besetzungsgrad ist dadurch nämlich auch unser Besetzungsgrad höher. Es ist aber trotzdem so, dass wir diesen Besetzungsgrad optimieren müssen. Wir haben viele Herausforderungen, sowohl auf Marktseite, aber vor allen Dingen auf Regulierungsseite, die uns teilweise an der Entwicklung hindern. Das ist zum Beispiel in Deutschland die Rückkehrpflicht. Es ist so, dass wir eben nicht cruisen dürfen oder dieses Bereithalten wie am Taxistand. Ich fahre jetzt mal, ich weiß, da kommt bald ein ICE und dann müssen die alle irgendwie nach Hause kommen. Es ist nachts, die U-Bahn fährt nicht und dann stehen wir da und warten. Das geht nicht, sondern wir müssten immer an unserem Betriebssitz stehen, bis wir einen Auftrag kommen. Dann dürfen wir da hinfahren, die Person abholen, an ihr Ziel befördern und müssen danach direkt zurückkehren. Das ist total verrückt, weil das bedeutet, dass wir dadurch viel, viel, viel mehr Leerkilometer haben, also wo wir Anfahrtsweg, Abfahrtsweg. Das ist echt verrückt und hat auch dazu geführt, dass wir es gar nicht schaffen, aus der Innenstadt in das Stadtumland zu kommen. Denn wir müssen rückkehren und dann ist der Anfangsweg bis zum Beispiel, wir üben das gerade mit Lichtenberg, dann ist der Anfangsweg viel zu weit. Das sind dann nämlich über unsere, sagen wir mal, maximal 20 Minuten will der Kunde auf uns warten, maximal. Das geht überhaupt nicht. Und das sind so Sachen, wo wir eben sagen, wir brauchen bessere Rahmenbedingungen, damit die verkehrlichen Effekte von Pooling auch viel besser sein können. Wir sehen aber jetzt schon, dass erstmal das Geschäftsmodell funktioniert. Also der Kunde nimmt es an, geteilt befördert zu werden. Als wir gestartet sind 2014, haben alle gesagt, wieso soll das jemand machen? Wir wissen nicht, wann wir ankommen. Ich weiß nicht, mit welcher Person ich fahre. Ich habe da gar keine Lust drauf. Und auf der anderen Seite konnten wir der Stadt zeigen, dass mittlerweile die geteilte Fahrt Norm ist und nicht mehr Ausnahme. Und das hat sich erst in den letzten Monaten oder im letzten Jahr so entwickelt. Und das war auch sehr wichtig für uns, um eben den Städten zu zeigen, ja, wir können einen positiven verkehrlichen Effekt haben. Jetzt fehlt es aber an Rahmenbedingungen, um das noch zu unterstützen. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte noch die 4. Person auf unserem Podium begrüßen, Dr. Manuela Weber. Sie arbeitet seit etwa 2,5 Jahren am Öko-Institut und ihr besonderes Interesse gilt der Vernetzung traditioneller mit alternativen Mobilitätskonzepten. Und sie sagt auf die Frage, Fluch oder Segen, neue Mobilitätsdienstleistungen sind ein Segen für all jene, die nach Flexibilität und Individualität in ihrer alltäglichen Nahmobilität suchen. Puh. Damit On-Demand-Angebote jedoch auch einen positiven Impact auf Umwelt und Gesamtgesellschaft leisten, braucht es eine Rahmensetzung der Sharing-Dienste als Ergänzung und nicht als Konkurrenz zum Umweltverbund. Manu, wie sieht denn deine Vision der nachhaltigen urbanen Mobilität aus? Welche Rolle kann da so ein Anbieter wie Clever Shuttle spielen?
Ja, ich glaube, ich kann mich prinzipiell den Vorrednern schon anschließen und es wurde, glaube ich, auch schon vieles gesagt. Und gleichzeitig merke ich, die Debatte dreht sich immer um die neuen Dienstleistungen und ich habe den Eindruck, das Gesamtsystem ist so ein bisschen aus dem Blick geraten. Also man sagt, die Digitalisierung wird es lösen. Ich denke, man kann der Digitalisierung keinen Selbstzweck zuschreiben, sondern muss sehen, wie man die Digitalisierung nutzen kann. Und klar, sie bietet Potenziale, aber wir müssen eben als Ziel, gerade im urbanen Bereich, die lebenswerte Stadt im Blick behalten und schauen, wie können wir das erreichen. Das können wir erreichen, indem wir zunächst mal von der autozentrierten Stadt oder dem Stadtbild abweichen. Das bedeutet zunächst mal natürlich eine Einschränkung des privaten Pkw-Besitzes und auch der Nutzung. Das hat Auswirkungen zum einen natürlich auf den fließenden Verkehr. Es ist die Frage, ist immer der Verkehrsfluss das oberste Ziel, das wir erreichen sollten? Oder spielen euch auch so Aspekte wie Verkehrssicherheit eine verstärkte Rolle, auch wenn man an andere Verkehrsteilnehmer denkt? Und zum anderen ist natürlich auch, ich glaube, in Berlin im Innenstadtgebiet merkt man es immer wieder, wie groß die Parknot ist. Es ist alles überfüllt mit Autos. Es braucht hier auch Neuerungen im Bereich des Parken im öffentlichen Raum durch Parkraumbewirtschaftung, Parkraummanagement. Aber ich denke, auch die Stellplatzsatzungen müssen neu überdacht werden. Klar, es gibt hier bereits einige Länder und auch Kommunen, die hier fortschrittlich voranschreiten. Aber man muss es eben auch auf moderne Mobilitätskonzepte anpassen und denen eine Möglichkeit geben, das auch umzusetzen. Und zum anderen ist es halt wichtig, gerade die aktive Mobilität zu fördern. Begegnungsorte schaffen, Grünflächen statt Stellplatzflächen. Und ja, wo wir dann wieder zu der Digitalisierung kommen, ist die Förderung des ÖPNVs. Ich denke, wenn man das unter den richtigen Rahmenbedingungen sieht und ausgestaltet, dann können gerade appbasierte Dienste, das heißt jetzt Carsharing oder Ridesharing, eine Ergänzung liefern. Insbesondere dann eben in den Zeiten und in Räumen, wo der ÖPNV diese Leistung oder diese Daseinsvorsorge nicht übernehmen kann. Aber ich gebe dir natürlich recht, es braucht diese Rahmensetzungen, dass es auch aus Anbietersicht zu betreiben ist. Ja, vielen Dank. Was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, dass Jan Werner Jurist ist und neben meinen Kollegen natürlich im Institut der Jurist meiner Wahl, weil immer man hat dann die schönen Bilder, genauso wie Frau Webers gerade erläutert hat, Ergänzung zum ÖPNV und so weiter und so fort. Und dann denke ich so, ja, genau so muss es sein. Und dann rufe ich Jan Werner an und sage so, wie muss jetzt der rechtliche Rahmen ausgestaltet sein? Und jetzt brauche ich gar nicht zum Telefonhörer zu greifen, sondern kann direkt fragen, dass die Frage stellen, wie kann man sich so einen rechtlichen Rahmen vorstellen, dass diese Ride-Sharing, Pooling-Angebote wirklich als Ergänzung stärker zum ÖPNV genutzt werden und nicht so stark vielleicht zu mehr Verkehr? Ja, kann man. Ich würde den Rahmen zweiteilen. Ich will den nicht erklären, der ist auch nicht nachvollziehbar. Ich will nur, also nicht einfach nachvollziehbar, man braucht einiges an Zeit. Die Schwierigkeit, wenn man in den Rahmen eingreifen will, es ist im Augenblick gesetzt, es gibt Mietwagenverkehr, damit darf man unter den eben genannten Einschränkungen rumfahren, die auch nicht für sozusagen App-Fahrdienste ja gemacht sind. Es gibt Taxiverkehr, der ist Ihnen bekannt, und es gibt den ÖPNV-Linienverkehr, Straßenbahn und U-Bahn noch. Und dazwischen geht es darum, welche Funktionen können, ich bleibe bei dem Namen, App-Taxen mit Pooling-Funktion in den ÖV eingebunden oder App-Taxen mit Pooling-Funktion außerhalb des ÖVs haben. Wenn ich sie in den ÖPNV einbette, dann ist eigentlich das Instrumentarium in dem Gesetz schon da, dass die öffentliche Hand sie regulieren kann oder selber einkaufen kann. Und da das im Regelfall Geld kostet, zu nachfrageschwachen Zeiten und in nachfrageschwachen Räumen zu agieren, hängt es schlicht daran, wie setzt die öffentliche Hand ihr Geld ein. Und wenn sie sagt, ich zahle hier wesentlich mehr Euro pro Fahrgast als an anderer Stelle, weil es mir das wert ist,
wert ist, dann regelt sich darüber eigentlich auch sehr viel aus, weil dann wird sie überlegen, was ist für sie das Richtige. Ich vertraue zwar der öffentlichen Hand auch nicht immer, aber mehr Regulierungsinstanz haben wir da nicht. Also die öffentliche Hand kann dann sinnlos Geld ausgeben, das glaube ich aber nicht, wird sie durchhalten. Da sehe ich auch sehr viele der Betreiber wie Clever Shuttle, die sich übrigens, das muss ich jetzt in Gegenrichtung sagen, damit das nicht auf dem Engel Teufel nur bleibt, finde ich, sehr gut in der Diskussion immer positioniert haben. Also sehr ÖV oder sehr interessiert an einem Rahmen, der auch wirklich umweltnützig ist. Also das kann ich hier ohne rot zu werden sagen. Und da ist es nur die Schwierigkeit, die ÖPNV-Einbindung ist nicht alles. Auf die Art, und das wäre auch einfach zu bewerkstelligen. Und jetzt kommt die zweite Hälfte des Rahmens. Da will Moja hin oder andere. Die wollen nicht ÖPNV machen und in den ÖPNV eingebunden sein. Und, was Sie ja auch eben für sich gesagt haben, was Sie nicht wollen, ihre Fahrt brechen an einer Haltestelle. Weil man einfach sagt, ab hier haben wir jetzt ein U-Bahn-Angebot, bitte darauf brechen, da fährst du nicht weiter. Das kann ich im ÖPNV steuern. Das kann ich nicht steuern außerhalb des ÖPNVs. Und außerhalb des ÖPNVs im ländlichen Raum wird überhaupt nichts passieren, weil da kann ich kein Geld verdienen. Schon am Großstadtrand wird es schwierig. Und es ist auch schon die Frage, in welchen Großstädten ich tragfähig bin mit kommerziellen App-Taxen. So, und da muss ich sagen, muss es Regulierungsoptionen geben, wie sie übrigens im Koalitionsvertrag auch verlangt werden, aber vom Bundesverkehrsministerium noch nie vorgelegt worden sind, wie sie aussehen können. Und ich glaube, wenn Kommunen hier regulieren dürfen, kann man diese Verkehre auch zulassen. Und bei aller Skepsis, die ich hier geäußert habe oder Affront gegen diese Verkehre, ich bin absolut für eine Innovationsoffenheit. Ich kann nicht auf dem Tisch entscheiden, was geht und was nicht geht. Ich muss erproben können und das auch in einem Volumen, dass man auch zu Ergebnissen kommen kann. Ich ziehe es aber zurück. Na, aber also ich finde, ich würde schon gerne noch mal die Frage stellen, wie aus ja eigentlich Unternehmensperspektive so eine Regulierung aussehen sollte. Also ob das irgendwie stimmig ist mit dem, was die Umweltseite sich wünscht. Also vielleicht erstmal vorab, es klingt so, als ob jetzt nichts reguliert wäre, aber der Markt ist genau, also es ist so super reguliert. Es gibt gerade nur im Rahmen von Experimentiermöglichkeiten oder Ausnahmegenehmigungen können wir diese Pooling-Dienste anbieten. Und die Herausforderung für uns ist aber, dass das immer bestückt ist mit ganz, ganz, ganz vielen zusätzlichen Auflagen, die wir kriegen von Städten, die das Thema gar nicht verstanden haben. Und das resultiert dann in Dinge, die uns dazu führen, dass wir zum Beispiel einige Städte auch wieder verlassen mussten. Also, weil wir es nicht schaffen, in absehbarer Zeit irgendwas wirtschaftlich aufbauen zu können, wenn wir zum Beispiel, ich nenne jetzt mal die Stadt Frankfurt, nur ein einziges Fahrzeug als Pooling-Fahrzeug genehmigt kriegen, dafür aber unendliche Anzahlen an Fahrzeugen als Nicht-Pooling-Fahrzeuge à la Uber, weil die nämlich leichter zu erteilen ist, diese Genehmigung. Und das ist relativ verrückt gerade. Deswegen erhoffen wir uns sehr viel und wollen auch weiter einen regulierten Markt in dem Sinne, weil wir eben auch sehen, dass es wichtig ist, dass Verkehrsmittel, die eine höhere Verkehrseffizienz haben als eigentlich das Auto, und da ist es egal, ob es das private Auto ist, da ist es ehrlich gesagt auch egal, ob es das Taxi ist, solange da nur eine Person drin sitzt, plus meinetwegen Fahrer, macht das in einer großen Fläche oder im großen Volumen keinen Sinn für die Stadt. Wir diskutieren viel, was es für Regularien geben soll. Wir sagen immer, dass wir das Alleinstellungsmerkmal haben, einmal Elektromobilität, also dass wir dann einen zusätzlichen Klimabeitrag leisten wollen, einmal weil wir eben verkehrseffizient sein wollen und dann nur mit Elektrofahrzeugen fahren, und dann zum Beispiel soziale Mindeststandards, also bei uns sind die Fahrer direkt angestellt und wir arbeiten nicht mit Subunternehmen und so weiter. Das sind aber Themen, die zum Beispiel im PBFG gar keine, da gehören die nicht hin, ist also vom rechtlichen Rahmen auch nicht, sie werden aber nirgendwo anders diskutiert so richtig, und da freue ich mich auf Vorschläge, wie wir das einbringen können. Ansonsten sagen wir,
dass die Stadt natürlich, wie sie jetzt auch so tun, wie sie es jetzt schon tut, also sie nimmt Ridepooling in ihre Nahverkehrspläne auf, sie definiert da, oder Vorreiterstädte definieren dort Rahmen, wo klar ist, wie viele, wo sollen Pooling-Anbieter fahren, wie viele soll es geben und so weiter. Das ist für uns auch alles okay. Wovor wir Sorge haben, ist eben nur dieses ÖPNV-Ridepooling, wo Stadt XY oder Kommune XY irgendwas bestellt, von der sie wieder keine Ahnung hat. Und dann kommen dann diese kleinen, schönen Pilotprojekte raus, wie meinetwegen in München, da fährt der Isar-Tiger, da sind die Münchner Stadtwerke ganz stolz drauf, das ist super. Da fahren dann 10 Fahrzeuge, die werden überhaupt nicht ausgelastet. Falls hier jemand aus München ist, wir finden das auch super, dass die Stadt das probiert, aber es entstehen keine richtigen Mobilitätsalternativen, sondern es sind kleinteilige Digitalisierungsvorzeigeprojekte. Eine kurze Erwiderung gleich noch auf die Frage hinsichtlich, wo können Sozialstandards oder Standards für die Fahrzeuge integriert werden. Dann hätte ich noch ein Thema hier und dann würde ich fürs Publikum Plenum öffnen. Jan, weil du hast gezuckt, glaube ich, du hast eine Idee zum... Ja, auch. Ich wollte nur vor allen Dingen eines klarstellen, was mir erst gerade, als Sie es ansprachen, deutlich wurde. Im Augenblick sind diese Dienste nach Gesetz verboten. Das muss man immer dazu sagen. Sie können nur aufgrund von Ausnahmegenehmigungen stattfinden unter besonderen Konstellationen. Deswegen auch immer mit Restriktionen verbunden, weil ich halt von bestimmten Vorschriften erstmal entbinden muss, die ich sonst hätte. Und auch das geht nicht einfach. Ich darf auch nicht den Taxiverkehr konkurrenzieren. Deswegen sind auch die Zahlen niedrig, mit denen ich erproben kann. Also sozusagen, das ist heutiger Rechtsrahmen. Und jetzt das Zweite, wenn es einen neuen Rechtsrahmen gibt, das, was ich davor auch ausgeführt hatte, heißt erstmal, wir liberalisieren den Rechtsrahmen, den wir heute haben. Aber wenn wir ihn liberalisieren, dann müssen wir ihn eben klug liberalisieren, sodass ich Regulierungsoptionen behalte, um da zu regulieren, wo es notwendig ist. Das ist auch möglicherweise soziale Aspekte. Das kann es auch gut sein. Und aus meiner Sicht müssen all diese Sachen beim Plattformbetreiber anhängen. Also das PBFG ist bisher so organisiert, genehmigt wird, wer ein Auto fährt oder ein Bus fährt. Hier, wer organisiert das Ganze? Das ist im Einklang auch mit dem EuGH und mit dem europäischen Recht. Die haben festgestellt, der Plattformbetreiber ist eigentlich der wahre Unternehmer an dieser Stelle. Das heißt, der ist ja auch derjenige, der für Pooling sorgt oder eben auch nicht. Also von daher Plattformbetreiber und den bitte auf alle Pflichten und dann, wen immer er dann dazu nimmt. Und wer für ihn fährt, dann muss er auch gucken, ob Sozialversicherungsrecht eingehalten ist, wenn es quasi sein Subunternehmer ist. Das als die Antwort auf Ihre Frage. Vielen Dank. Wir haben jetzt gesprochen über die Anbieter, die rechtlichen Rahmenbedingungen. Was wir aber auch gesehen haben am Anfang ist, dass es, also zumindest am Beispiel Carsharing, wo es schon Erhebungen zu gibt, zwar eine steigende Anzahl, aber noch nicht so eine wahnsinnig riesig große Anzahl von Nutzerinnen und Nutzern gibt. Die Frage an Claudia Nobis wäre jetzt, welche Möglichkeiten gäbe es denn tatsächlich die Akzeptanz oder neue potenzielle Kunden für entsprechende Sharing-Angebote zu gewinnen? Ja, wir haben ja am Anfang gesehen, dass also wir selber hier schon echt ein bisschen Schwierigkeiten haben, diese ganzen verschiedenen Sharing-Angebote zu systematisieren und tatsächlich zu erkennen, was ist eigentlich was. Und ich glaube, der Verbraucher hat an der Stelle noch viel mehr das Fragezeichen im Gesicht stehen, das wir schon irgendwie haben. Ich glaube, bei Carsharing ist relativ klar, das kennen viele. Wir hatten im Jahr 2004, glaube ich, war das mal eine Erhebung durchgeführt. Da haben die Leute gefragt, ob sie wissen, was Carsharing ist. Da haben erstmal relativ viele gesagt, ja, klar, wissen wir. Und auf die Rückfrage, ob Sie uns mal grob erklären könnten, was das ist, kamen dann also spannende Antworten zum Teil und ich glaube, es waren rund 30% der Personen, die wirklich wussten, was Carsharing ist. Ich glaube, von dem Zustand sind wir lange weg. Carsharing ist bekannt, aber selbst bei Carsharing glaube ich, dass die wenigsten wirklich die Unterschiede zwischen stationsgebundenem und free-floating Carsharing tatsächlich erklären können. Und ich glaube, in diesem Ride-Pooling-Bereich, Ride-Sharing-Bereich ist es noch viel differenzierter. Und im Grunde genommen muss man da schon den Verbraucher an die Hand nehmen, um ihm klarzumachen, welche verschiedenen Systeme gibt es und wie kann man sie nutzen.
Letztlich versuchen die Dienste selbst, das auch so ein Stück weit zu klären. Also die Mobilitätsplattformen, ich weiß jetzt nicht, ob die Begrifflichkeiten da auch wieder einheitlich sind, weil Mobilitätsplattform oder darunter verstehe ich eine App, die versucht, verschiedene Angebote zu bündeln. Also das Problem ist ja, ich habe die eine App, da kriege ich vielleicht Informationen, mit der nächsten App kann ich buchen. Genau diese Plattformdienste, die versuchen unterschiedlichste Angebote gemeinsam in einer App zu integrieren und im Idealfall habe ich Pre-Trip, On-Trip und vielleicht sogar noch danach die Information, ob das gewählte Verkehrsmittel das Beste war oder ob ich mit einem anderen jetzt schneller zum Ziel gekommen wäre. Das ist sozusagen eine Möglichkeit aus Dienstesicht heraus, dieses Problem aufzugreifen. Aber völlig losgelöst davon finde ich eigentlich Fahrschulen einen wunderbaren Ort, diese Dienste irgendwie mit auf den Weg zu geben. Also ich frage mich eigentlich immer, warum man dieses Potenzial verschenkt. Das ist ein Ort, an dem man, das ist eine Bildungseinrichtung, die wie keine andere alle jungen Menschen, die genau in dieser Umbruchssituation sind, dass sie anfangen, Auto zu fahren, zu erreichen. Und eigentlich ist es da ein wunderbarer Ort, den genau unterschiedliche Dienste mit auf den Weg zu geben. Und idealerweise vielleicht sogar, wenn Carsharing vor Ort ist, das auch mal austesten zu lassen. An solchen Stellen, glaube ich, hätte man unglaublich Potenzial, genau im richtigen Zeitpunkt des Lebens Weichen zu stellen. Man kann es in die Lehrpläne von Schulen mit aufnehmen oder man kann auch über den Arbeitgeber gehen. Auch darüber schaffe ich es, Menschen zu erreichen. Der Arbeitsweg ist ein ganz alltäglicher, routinierter Weg, den möglicherweise mal anders zu machen. Ich glaube, die Gruppe, die am schwierigsten ist, sind tatsächlich die älteren Menschen. Wir sehen aktuell die Babyboomer-Generation, die steht kurz vor der Rente. Die hat eine Pkw-Ausstattung wie keine Generation davor. Auch Frauen haben in der Generation Pkw-Führerscheine, die aktuell ältere Generationen der Frauen haben, zu tatsächlich noch größeren Teilen keinen Führerschein. Der wird uns massiv was erreichen in den nächsten Jahren. Und ich finde es dann immer irgendwo ganz spannend, dass man über diesen, dass die zarten Pflänzchen irgendwie digitale Apps auch im Ministerium einen großen Hype macht und glaubt, darüber die Verkehrswende irgendwie in den Griff zu bekommen. Wenn man sich das mal so zahlenmäßig anguckt, was da rollt und eben mit Auto rollt und oft einer Doppelausstattung in den Haushalten, das wird man auf so eine Weise nicht aufhalten können. Ich glaube, da muss man sehr kreativ werden und dem was entgegenzusetzen. Und eine Aufgabe ist es eben wirklich, diese Dienste so den Leuten klarzumachen, dass sie eigentlich wissen, welche Optionen sie da haben. Danke. Manu, du hast ja bei der Umsetzung des Carsharing-Gesetzes die Stadt Stuttgart so ein bisschen unterstützt. Inwiefern kann man denn das Carsharing-Gesetz nutzen, um jetzt Beispiel Carsharing das Ganze ein bisschen sichtbarer zu machen? Genau, ich glaube, da schließen wir eigentlich auch mit dem Thema Akzeptanz so ein bisschen an. Also Carsharing-Gesetz wurde ja Ende 2017 verabschiedet, ist ein Bundesgesetz, kann man erstmal sagen, ja, schön, dass das auf Bundesebene beschlossen wurde, aber was bringt es eigentlich auf der lokalen Ebene? Also zunächst mal gibt es natürlich, also Carsharing-Gesetz hat eigentlich zum Ziel, das Carsharing in die Öffentlichkeit zu bringen. Man denkt jetzt an die klassischen stationsbasierten Carsharer, die ja oftmals zumindest in Berlin die Hinterhöfe genutzt haben. Da ist natürlich die Sichtbarkeit von den Fahrzeugen ja begrenzt vorhanden und dementsprechend war natürlich dieses Carsharing-Gesetz schon mal ein Vorstoß dahingehend, dass man sagen kann, man kann die Fahrzeuge jetzt auch in den öffentlichen Straßenraum ihnen Stellplätze zuweisen und dann eben auch den einzelnen Anbietern. Klar, es gab Vorreiterstädte, Bremen natürlich ganz vorne mit dabei, die es auch schon vor dem Carsharing-Gesetz hinbekommen haben, aber man hat gemerkt, da gab es so ein Aufrütteln, es haben sich verschiedene Länder und auch Kommunen stärker damit auseinandergesetzt, wie kann man das Carsharing wirklich fördern. Und das haben sie es eben letztlich dann auch in die Landesstraßen oder Landesstraßenverordnungen gebracht, um eben dann auch auf niederen Straßenebenen, also sprich nicht nur auf den Bundesstraßen innerörtlich, sondern eben auch auf den Gemeindestraßen diese Möglichkeit zu haben. Also man spricht dann halt insbesondere über Stellplätze in Wohngebieten, wo es ja oftmals keine Bundesstraße ist. Und ja, du hattest angesprochen, Beispiel Stuttgart, das zeigt, finde ich, ganz schön, wie man das umsetzen kann und wie wichtig es auch ist, dass die Kommune selbst wirklich sehr lokal auf die Bedürfnisse und auf die lokalen Gegebenheiten angepasst diese Stellplätze oder die Stellplatzvergabe vornehmen kann. In Stuttgart war es so, dass es schon bereits vor der
vor dem Carsharing-Gesetz erste Versuche gab. Es gab Modellversuche, in denen man eben diese öffentlichen Stellplätze vergeben hat. Man hat gesehen, okay, es funktioniert, aber das Interesse war auch seitens der Anbieter erstmal noch gering. Man hat es weiterverfolgt, auch in Nahverkehrsplänen weiterentwickelt. Und jetzt aktuell ist die Stadt Stuttgart dabei, ein Carsharing-Konzept auszuarbeiten, wo es eben konkret darum geht, wie kann es eigentlich überhaupt funktionieren, wie funktioniert dieses Verfahren, welche Stellplätze sollen überhaupt vergeben werden und wo liegen diese Stellplätze. Also klar, man hat immer den Eindruck, es ist super wichtig, diese Schnittstellen, also intermodale Mobilitätspunkte zu bedienen, also gerade an den Übergang zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln. Aber ich glaube, gleichermaßen wichtig ist es auch, so dezentrale Stationen bereitzustellen, um eben an der Haustüre schon die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ich nutze kein eigenes Auto, ich brauche gar kein eigenes Auto mehr, weil in 300 Meter Entfernung habe ich eben ein Carsharing-Fahrzeug. Und da ist eben die Gestaltungsmacht dann eindeutig bei der Kommune. Die können das Gebiet festlegen, natürlich immer in Absprache und im Einvernehmen bestenfalls mit den Anbietern, aber können natürlich auch Vorgaben machen hinsichtlich technischer Voraussetzungen. Ich spreche von Dingen wie emissionsarmen Fahrzeugen und auch flächensparenden Fahrzeugen, also eher eben die kleineren Fahrzeuge, die ja für den Normalgebrauch eigentlich total ausreichend sind. Es muss nicht immer ein SUV sein, aber auch über systemische Richtlinien oder Vorgaben, die die Stadt natürlich da einspeisen kann. Das kann sowas Pragmatisches sein wie, wer darf diese Fahrzeuge fahren? Das ist ja eh durch das Carsharing-Gesetz an sich auch geregelt, auch der Zugang und die Betriebsdauer oder Verfügbarkeit. Aber genauso wichtig, denke ich, ist die Datenfrage zu klären. Also welche Daten werden erhoben und auch Daten weiterzugeben an die Stadtverwaltung, um eben ja, integrierter die Verkehrsplanung vorzunehmen, um eben auch eine Einbindung in den ÖPNV zu ermöglichen, dass es halt wirklich eine Ergänzung ist und weniger eine Konkurrenz dazu und auch überhaupt mal zu sehen, welche Stellplätze funktionieren, warum funktionieren sie und dann entsprechend dann auch dahingehend das Modell weiter zu entwickeln. Stichpunkt Daten hätte ich gleich wieder eine Frage, aber ich habe ja versprochen zu öffnen und gut, dass du Bremen schon hervorgehoben hast, weil die erste Meldung, wollen wir das fischbowlmäßig machen? Joachim, einmal vorstellen bitte. Und ja, danke Wiebke. Joachim Lohse, mein Name. Ich war bis vor 2 Monaten Senator für Umwelt, Bau und Verkehr in Bremen, habe also 8 Jahre die Verantwortung getragen für dieses Thema in Bremen. Ich habe 3 kleine Punkte, wenn ich darf. Das eine ist nochmal zu der Frage von Wiebke Zimmer, wie kann man das Carsharing also populärer machen? Bremen hat das sehr erfolgreich gemacht. Die letzten Jahre, als ich ins Amt kam, hatten wir 7.000 Nutzer von einem Betreiber, der stationsgebunden das macht. Das Ziel war 20.000 bis zum Jahr 2020 und wir sind jetzt bei 18.000. Also das hat sich gut entwickelt, weil wir wohnortnah sehr viele Stationen auch haben. Und am besten wird es angenommen mit diesen Substitutionsraten von 1 zu 15. Das war, ich glaube, in deiner Präsentation war der Balken für Bremen mit drin. Das sind die Stadtteile mit einem hohen Parkdruck. Und wenn man da konsequente Parkraumüberwachung macht, dass man auf zugeparkten Gehwegen abschleppen lässt und so, dann wechseln die Leute freiwillig. Und dann hat man auch die Akzeptanz. Das hat in Bremen Überzeugungsarbeit gekostet. Zuerst haben die Anwohner gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ihr nehmt uns Stellplätze weg, wenn ihr hier welche als Carsharing-Stellplätze ausweist. Und nach kurzer Zeit hat die begriffen, wir gewinnen Stellplätze, wenn 3 umgewandelt werden, gewinnen wir 42 dazu beim Substitutionsfaktor von 1 zu 15, weil Kundenbefragungen gezeigt haben, diejenigen, die an diesem System teilnehmen, die ersetzen zumindest ihr Zweitfahrzeug, häufig auch das Hauptfahrzeug, weil sie damit mobiler sind. Wenn ich im Carsharing-System eingebucht bin, dann nehme ich lieber zum Getränkemarkt das Carsharing-Auto, als dass ich den Stellplatz vor der eigenen Haustür, den ich einmal erbeutet habe, wieder aufgebe, nur um eine Kiste Bier zu kaufen, weil wenn ich wieder komme, ist der Stellplatz weg und dann kann ich eine Stunde um Block fahren. Also
Das ist wirklich, aber das ist eine Frage, ich muss dann auch den öffentlichen Parkraum auch entziehen und den Leuten klar machen, es gibt kein Grundrecht auf einen kostenlosen Stellplatz vor der eigenen Haustür, sondern es kostet 50 oder 80 Euro im Quartiersparkhaus, es gibt begrenzte Plätze. Ich meine, Städte wie Singapur, die verlangen heute $35.000, wenn ich überhaupt ein Auto anmelden will im Stadtraum, das ist ja in Deutschland undenkbar. Ich wollte kurz nochmal auf die Frage der Regulierung eingehen, weil das treibt mich wirklich um, wie kann ich diese, ich sag mal, flexiblen Angebote mit dem ÖPNV gut kombinieren. Ich bin gestern 10 Minuten durch Hamburg gefahren, habe dort ein Dutzend Moja-Fahrzeuge gesehen, alle mit ausschließlich einer Person besetzt, nämlich dem Fahrer oder der Fahrerin, nicht eine Person drin. Und das heißt, wenn ich das konsequent zu Ende denke, Herr Werner, Sie haben es gezeigt, auch für San Francisco, eigentlich muss ich dort zwei Sachen machen. Wenn ich es in den ÖPNV integrieren will, ich muss mir A, die Verkehre da dazu kaufen, wo ich sie haben möchte, das heißt in den Randregionen und in den Schwachlastzeiten. Das ist unter Umständen sogar kostlich darstellbar, wenn ich stattdessen nicht mehr den leeren Bus alle Stunde rumfahren lasse, der wahrscheinlich nicht 1:1, aber ja, aber wenn ich einen öffentlichen Versorgungsauftrag habe und sage, da muss ab und zu ein Bus fahren, weil wenn der leer fährt, dann hat er keinen Nutzen. Ich will Ihnen ja den Ball zuspielen. Aber meine Frage an Sie ist, der interessantere Teil für mich ist, wie beißen wir die weg aus den Innenstädten, da wo sie das Rückgrat des ÖPNV kannibalisieren, da wo sie die hohen Frequenzen haben, wo sie die hohen Nachfragezahlen haben, wo sie aber auch die Busse, die Straßenbahn haben, die viel, viel effizienter sind als jedes Auto, egal ob es jetzt mit Pooling und Sharing jetzt mit 2 oder 2,5 Personen besetzt ist, ein Bus oder eine Straßenbahn mit 50 oder 150 Leuten ist einfach noch wesentlich effizienter. Und dass man das nicht kaputt macht, das habe ich in Bremen versucht, auch 8 Jahre, auch mit dem öffentlichen Verkehrsunternehmen, da war ich Aufsichtsratsvorsitzender, voranzutreiben, denen zu sagen, nehmt ihr euch der Sache an, seht ihr zu, dass ihr eure Wertschöpfungskette verlängert, um solche flexiblen Angebote. Früher war das das Anrufsammeltaxi oder was dann so als Verlängerung dann auch nachts am Ende der Linie noch gerufen werden konnte. Das ist mein zweiter Punkt. Also wie kann man diese Regulierung wirklich gerade in den Städten, die dann zusätzlich dort fahren, dort ausblenden? Ich muss ja im Grunde Sperrzonen und Sperrzeiten machen, wo solche Verkehre nicht zugelassen sind, muss das dann noch überwachen. Und der dritte Punkt kam mir ganz kurz noch bei Ihnen, Frau Dr. Nobis, mit dem Begriff Plattform. Ich muss an Booking.com denken. Da sind ja Plattformen, sind ja welche, die sich zwischen die Anbieter, die Hotels und die Kundinnen und Kunden dazwischen schieben und versuchen, an jedem Buchungsvorgang ein Geschäft zu machen, ohne selber sozusagen die Dienstleistung selber zu erbringen. Und da war ich jetzt nochmal begrifflich ein bisschen verwirrt, auch mit Herrn Werner. Bei Ihnen war der Plattformbetreiber, glaube ich, eher der das System auch selber anbietet und da nochmal, oder sitzt er auch dazwischen? Das war nochmal eine Frage. Danke. Bitte, Jan. Ja, ich mach's mir, ich kann nur jetzt nur mit einer Vision antworten. Ich glaube, Sie müssen da bleiben, Herr Lose. Soll ich da bleiben? Können wir Ihnen ja gar keine Frage. Genau, falls Sie mir noch eine Rückantwort, der Ball wieder bei Ihnen ist. Mir kommt es auf das Ziel wieder an. Wenn das Ziel Verdoppelung des Verkehrs ist und wenn das Ziel Verdoppelung des ÖPNV ist, das ist doch das Ziel, von dem ich jetzt mal ausgehe, dass das für den öffentlichen Nahverkehr erreicht werden soll. Dafür muss ich mir überlegen, welche Rolle spielen bei diesem Ziel die On-Demand-Verkehre, App-Taxen, wie immer die Dinger heißen. So, und wenn ich das tue, komme ich im Regelfall dazu, Städte, die schon guten ÖPNV haben, können nicht mal eben verdoppeln. Da ist dann vielleicht schon 50-60% mehr an Nachfrage bis 20, 30, 40, wo auch immer man da genau hinkommt, das Richtige. Mal unterstellt, ich habe ein Verdoppelungsziel, was vor 2050 erreicht wird. Dann wird da, wo heute der Bus leer fährt, der Bus vollfahren. Wir haben regelmäßig erlebt, dass wo man solche Verkehre intensiv und teuer eingeführt hat und wirklich ein Nachfragepotenzial da war, hinterher starre Linie das wirtschaftlichere war und die dann ergänzt worden ist durch Zubringerverkehre. Das heißt, der Bereich, wo ich wirklich nur mit diesen Fahrzeugen fahren kann und das halbwegs wirtschaftlich ist, der ist gering. Denn wenn 5 dieser Fahrzeuge hintereinander herfahren, dann habe ich schon wieder einen Bus besser dort. Meine Sicht der Dinge. Der zweite Part ist Sperrzonen, Sperrzeiten. Die Dinger fahren doch alle digital. Ich muss die auch digital regulieren. Da muss ich nicht mit irgendwas kommen, da muss ich sagen, wenn es ein Überangebot oder eine Übernachfrage gibt, parallel zu einer Schienen- oder Busverbindung, dann darf diese Relation schlicht nicht angeboten werden. Wir haben jetzt schon Sperrzonen und Sperrzeiten. Ja, ich versuche ja nur gerade zu erklären. Nee, nur, dass das geht. Das geht also das ist digital simpel und ist auch nicht hochgradig problematisch in der Überwachung. Ich muss nur in der EDV ordentlich so programmiert haben, dass ich auslesen kann, sie halten sich dran. Im Übrigen kann das jeder mit seiner App selber testen.
Und letzter Punkt, Plattform. Da kann ich auch einen zweiten Punkt von gerade noch mit klarstellen. Wenn ich von einer Mobilitätsplattform und der Genehmigungspflicht gesprochen habe, dann meine ich nur eine Mobilitätsplattform, die diese App-Taxen vermittelt. Was die sonst noch vermittelt, fällt nicht unter die Genehmigungspflicht. Da kann es kartellrechtliche Themen geben, wenn das der ÖPNV-Betreiber ist, aber das ist eine andere Baustelle. Das heißt, nur dafür, dass ich App-Taxen vermittle, brauche ich die gleiche Genehmigung wie ein Betreiber, der die Plattform selber macht, damit auch alle Subunternehmer dieses Betreibers mit in der Regulierung sind und mit erfasst werden. Und damit habe ich dann sozusagen die richtige Regulierung an der Stelle aus meiner Sicht. Ich habe vielleicht auch einen ganz kurzen Punkt als Reaktion darauf. Sie sagten, ein Ziel, den ÖPNV zu steigern, das ist ja ein hehres Ziel. Ich glaube, es gibt in vielen Städten ein anderes Ziel, das ist, den ÖPNV zu schützen und zu verteidigen vor Kannibalisierung, so wie er sich jetzt etabliert hat. Und die Gefahr ist groß. Das andere ist das Taxiwesen auch. Die Taxis haben eine Beförderungspflicht. Die haben feste Tarife, nach denen sie fahren müssen und unterliegen eben auch dem Personenbeförderungsgesetz. Und die Sorge ist ja so nassforsch, wie das vom Bundesverkehrsministerium in der letzten Zeit propagiert worden ist, dass das genau gefährdet wird und dass genau diese Kannibalisierung stattfindet. Und da war eben meine Frage auch, brauchen wir da noch bundesgesetzliche Ermächtigung für die Kommunen, da auch stärker regulierend einzugreifen, oder was kann man auf landesgesetzlicher Ebene schon selber machen? Dann direkt die Antwort. Auf landesgesetzlicher Ebene können Sie momentan praktisch nichts machen, weil keine Gefahr besteht, weil es ja noch nicht liberalisiert ist. Das heißt, es entscheidet sich mit der Liberalisierung. Wenn es nach mir geht, dann muss das Landesrecht festlegen können, wie reguliert wird, bis hin zur Totalregulierung. Auch die muss weiterhin erlaubt sein, nämlich es findet bei mir nicht statt, weil ich keinen Vorteil davon sehe. Das ist nicht das, was ich selber sehe, aber aus meiner Sicht ist das eine Sache, die dann vor Ort entschieden werden muss. Wir haben das intensiv untersucht. Es gibt keinen regulatorischen Ansatz, der in jeder Stadt Deutschlands wirkt, weil die Ausgangsbedingungen so unterschiedlich sind. Regulieren kann hier nur die Kommune vor Ort. Schönen guten Tag, Martin Xell vom Öko-Institut. Ich habe mal eine ketzerische Frage. Wer oder welche Akteursgruppe ist denn aus Ihrer Sicht sozusagen hauptsächlich dafür verantwortlich, sozusagen, dass der ÖPNV kannibalisiert wird? Das ist aus meiner Sicht doch eigentlich erstmal der motorisierte Individualverkehr, das Auto an sich. Darüber wurde jetzt doch gar nicht gesprochen, sozusagen, inwiefern sozusagen ein zusätzlicher Regulierungsrahmen eigentlich nötig ist, um erstmal sozusagen einerseits Ermöglichungsstrukturen für eben App-Services, wie auch immer sie ausgestaltet sind, zu schaffen und gleichzeitig sozusagen die Hürde für den Normal-Automobil-Individualverkehr sozusagen zu erhöhen. Das wäre so die eine Frage, die ich hätte. Und die andere Frage war vorhin vieles Stichwort München. Ich war neulich ganz erstaunt, als ich in München war, dass es da so eine integrierte Mobilitäts-App jetzt gibt, die sozusagen von den Münchner Verkehrsbetrieben herausgegeben worden ist, über die sozusagen barrierefrei zwischen Fahrrädern, zwischen stationsgebundenem und flexiblem Carsharing und natürlich sozusagen auch den U-Bahn, Bussen und so weiter in München eben sozusagen Fahrten gebucht werden können. Wie würden Sie sozusagen das einschätzen? Warum passiert das in anderen Städten noch nicht? Wie würden Sie überhaupt sozusagen so diese Entwicklung in München beurteilen? Das wäre meine Frage. Wer möchte antworten? Ich kann gerne was zum Thema Mobilitätsplattform sagen, städtische Mobilitätsplattform. Also Mobilitätsplattform oder das Ziel ist, dass sich man erhofft sich mehr Multimodalität und Reduktion des Individualverkehrs motorisierten, wenn es dem Kunden einfacher gemacht wird, je nachdem, was er gerade für Mobilität braucht, Fahrrad, Scooter, Carsharing-Angebot, was auch immer, dass er das mit einer App machen kann. Und es gibt private Anbieter wie meinetwegen Google, aber auch Uber, die jetzt anfangen, viele Zahl von Mobilitäts- oder Verkehrsmitteln zu
integrieren. Die Stadt oder die Städte haben jetzt aber auch gesehen, dass das eigentlich ein städtisches Thema sein soll und da sehr stark reingehen. Und da ist München zum Beispiel super weit, die MVG mit der Münchner App, aber auch Berlin mit Yelby, das ist gerade ein Vorzeigeprojekt hier, Leipzig Mobil. Also in den Städten, wo wir sind, werden wir auch immer angefragt, uns zu integrieren. Das machen wir auch. Es gibt da mit anderen großen Mobilitätsanbietern öfters ein Problem zum Thema Datensharing. Für uns ist das jetzt nicht so ein Problem. Was für uns die Herausforderung jedoch ist, ist, dass jede dieser städtischen Mobilitäts-Apps anders aufgebaut ist. Es gibt keine standardisierte App. Das heißt für uns, wir müssen jedes Mal eine neue oder müssten theoretisch jedes Mal eine neue Schnittstelle entwickeln, was total teuer ist. Also für uns ist das richtig teuer. Und deswegen fokussieren wir uns jetzt gerade auf eine, also jetzt auf Yelby, weil wir eben hier in Berlin auch ein sehr prominentes Angebot haben und da die Kooperation auch sehr gut ist mit der BVG. Da hoffen wir aber, dass sich das entwickelt. Es gibt auch ein BMVI-Projekt gemeinsam mit dem VDV, Mobility Insight. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben. Ich weiß nicht, wann da endlich was kommt. Das soll standardisieren. Aber das ist eine Riesenherausforderung, die wir und ich gehe mal davon aus, alle Mobilitätsanbieter haben, wo wir hoffen, dass sich da mal was entwickelt. Und zum Thema privater PKW, das wollte ich eigentlich so noch fragen, Herr Lohse. Ich komme selber aus Bremen. Ich weiß aber gar nicht, was der Modal Split gerade in Bremen ist. Was hat der MIV für einen Anteil? So grob? Rund 40%. Genau, das ist ja relativ gut. Und was war die Entwicklung in den letzten 10, 15 Jahren? Etwas Rückläufig. Also Radverkehr ist zunehmend. Aber nur MIV? Also MIV, ja, so häufig haben wir ja diese, MID. Ja. So häufig haben wir die ja nicht. Also das ist. Also ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich ähnlich war. Meinetwegen von 50 auf 40, sagen wir mal so. Ja, das wäre schon gut. 40 auf 40. Genau. Und das ist nämlich das, wo wir, also wir verstehen total diese Sorge, Angriff an den ÖPNV, theoretisch. In den Städten, wo wir sind, haben wir aber eher das Problem, dass der ÖPNV total überlastet ist. Und wir sagen ja auch, der ÖPNV soll auf jeden Fall ausgebaut werden. Und es gibt kein verkehrseffizienteres Verkehrsmittel. Mit dem Ausbau haben wir aber ja erstmal gar nichts zu tun, sondern wir wollen uns auf die stürzen, die eben wegkommen sollen vom privaten PKW. Und wir wissen auch, dass die nicht einfach vom privaten PKW, den sie kostenlos vor der Tür haben können. In Bremen ist es vielleicht ein bisschen besser, in Berlin ist das noch nicht so gut. Einfach auf den ÖPNV umsteigen, der gerade schon ausgelastet ist und wo es mindestens 15 Jahre dauert, bis die neue U-Bahn kommt. Und das wird immer vergessen und dann finden wir uns immer in den Kampf wieder, obwohl wir doch eigentlich einen gemeinsamen Feind oder Fluch haben. Und das ist eben das private Auto. Und das geht leider in der Diskussion für uns mal ein bisschen unter. Genau, ich habe Jan Werner. Wir machen das mal so ein bisschen stärker nach dem Fishbowl-Prinzip, weil sonst komme ich nicht hinterher. Einfach hinter den Stuhl stellen und abwarten, bis man... Sollen wir auch rausgehen? Manchmal ist das so, nein, dass sich jemand voreinstellt. Ja, wir haben ja einen freien Stuhl, das reicht. Einfach hinsetzen. Ich würde aber dir, Jan, noch mal kurz das Wort geben zum Thema ÖPNV. Passt auch mit der vorher von Ihnen gestellten Frage, der zweite Teil, der noch nicht beantwortet war, da würde ich kurz mit drauf eingehen. Wenn wir Umweltverbund versus MIV als die Frage haben, dann steht Push und Pull dahinter und im Augenblick ist für mich der Kern, wir haben Städte, die im Regelfall übermäßig autoorientiert sind und wo ich nur mit attraktiveren und kapazitativ aufgerüstetem ÖV alleine auch nicht fertig komme, wenn ich nicht gleichzeitig, was in der Debatte regelmäßig nicht laut gesagt wird, auch Restriktionen für den MIV mit einbaue. Ich kann nicht eine autoorientierte Stadt 2.0 zu 3.0 ausbauen, gleichzeitig so viel vorhalten, das geht nicht. So, und ich kann nachvollziehen, dass jetzt von Ihnen beiden ja kam, kann jetzt nicht da Ridesharing gut sein. Also erstmal klargestellt, Carsharing ja, stationsbasiertes Carsharing hat aus meiner Sicht da einen hohen Mehrwert, wenn Ziel ist, ich will autofreie Haushalte haben. Das ist die Strategie, da will ich rangehen, dann ist Carsharing gut. So, Ridesharing bin ich jetzt unsicher wieder. Sie haben mir gerade gesagt, hohe Besetzungsgrade. Ich gehe mal davon aus, Besetzungsgrade ist 2,0. Wenn aber die Hälfte der Kunden vorher
ÖV gefahren ist, dann nützt mir das gar nichts, weil ich dann so viel mehr Fahrzeuge auf der Straße habe, dass gerade in überlasteten Städten es wieder nicht mehr funktioniert. Busverkehr kann ich relativ leicht verdichten, wenn Platz auf der Straße ist. So, und deswegen bin ich da nicht bei Ihnen, dann sitzen wir nicht im gleichen Boot. Aber ich bin bei Ihnen, dass wir die Umfeldbedingungen schaffen müssen, damit das Ganze positiv überhaupt eine Wirkung haben kann, die ich ja durchaus auch irgendwo als Potenzial sehe. Aber dann muss ich die Restriktionen auch aussprechen und angehen. Und was wären die? Genau. Stefan Jordan, eigentlich beim größten Anteilseigner von Clever Shuttle bei der Deutschen Bahn im Umweltbereich, lange Jahre in der Konzernentwicklung in dem Unternehmen. Bin aber jetzt hier eigentlich an der Stelle für mein eigentliches privates Projekt, das sich genau mit so einer Plattform beschäftigt, die genau diese Angebote traditionelle Mobilität, neue Mobilität zusammenbringen soll. Und zwar nicht für die Privatkunden, sondern für Geschäftskunden. Weil was wir nämlich merken in der Diskussion ist nämlich, dass wenn ich mir den Privatkundenbereich, von dem reden wir ja eigentlich im größten Teil, angucke, der so unstrukturiert, sage ich mal, und schwierig anzugehen ist, weil nämlich kein Kunde eine wirklich ernsthafte Motivation im Prinzip hat. Vielleicht einige haben die, weil sie sagen, sie sind total umweltbewusst, aber die Masse hat die einfach nicht. Ja? Die sagt irgendwie, wenn ich spontan Lust habe, nehme ich mir ein Auto oder aber habe gerade Bedarf, irgendwie mein Auto abzuschaffen, weil vielleicht, weiß nicht, es mir zu teuer ist irgendwie und brauche ab und an mal eins, dann nehme ich stationsbasiertes Carsharing, aber ich kriege die nicht gegriffen im Grunde genommen, ja, und bin im gesetzlichen Rahmen, wo ich sage, ich bringe das Carsharing ein bisschen in eine attraktive Lage, das reicht einfach an der Stelle nicht. Deswegen haben wir uns auch bewusst diesen Bereich nicht ausgeschaut für das Projekt, sondern tatsächlich den geschäftlichen Bereich, weil da nämlich auch ein anderer Druck drin ist, weil ich nämlich bei geschäftlichen Pkw-Flotten auch ein enormes Einsparpotenzial im Unternehmen einfach habe. Und was wir nebenbei mit diesem Thema, wo es eigentlich darum geht zu sagen, ich will Geschäftskunden mehr auf Multimodalität bringen, indem ich nämlich da ansetze, wo wir kurz vorhin gesagt haben, wo der Ansatz eher aktuell nicht da ist, nämlich bei der Reiseplanung und dort tatsächlich integriert diese neue Mobilität mitdenke und auch mit aufzeige, kombiniert übrigens auch mit dem ökologischen Fußabdruck, den das Ganze verursacht, nicht bloß den Kosten, gibt das quasi eine andere Sicht am Anfang der Kette im Prinzip. Also wir nehmen sozusagen nicht jetzt ab an der Stelle, um dieses Thema Schnittstellen mal anzureißen, wir nehmen nicht an der Stelle ab die Notwendigkeit, dass ich vielleicht die eine oder andere App benötige, um das dann zu buchen. Was wir aber schaffen, ist Transparenz in erster Linie, um erstmal zu zeigen, irgendwie welche Reisekettenkombinationen habe ich eigentlich. Und die schafft heute ehrlicherweise Google in der Form auch nicht. Ja, das ist genau der Punkt. Es wird immer gesagt, ja, was unterscheidet euch denn die Idee von Google an der Stelle? Google hat nicht die Transparenz über sämtliche Verkehrsmodi, sondern nur eingeschränkt auf Taxi, Fahrrad, inzwischen so ein bisschen Carsharing mit dabei, Zug und Flugzeug im Zweifelsfall noch. Das ist von der Datenseite ein unglaublich schwieriges Feld, weil es nämlich extrem schwer fällt, wenn man sich damit sozusagen, ohne jetzt große Kooperationen zu haben. Ich habe jetzt bewusst den Ansatz gewählt, nicht über die DB zu gehen, sondern es tatsächlich privat zu machen, weil es eben auch ein neutrales Angebot sein soll. Es ist extrem schwer, da an der Stelle auch die Daten zu bekommen. Und andererseits fällt mir aber auch auf, das habe ich in der Diskussion auch mitbekommen, es fehlen eigentlich Daten zu der Nutzung im Grunde genommen, gerade von neuen Angeboten, die über Carsharing hinausgehen. Das ist ein Nebenprodukt, was wir mitproduzieren würden, wenn wir im Grunde diese Plattform an den Markt bringen. Und insofern, was ich merke, ist, diese Diskussion, die wir gerade führen, ist ein unglaublich breites Feld. Das beginnt bei dem gesetzlichen Rahmen und endet irgendwie bei der Kannibalisierung von Verkehren, wo ich Ihnen aus der Berliner Perspektive sagen kann, ich weiß nicht, wie das in Bremen ist, aber ich glaube, da wird es ähnlich sein. Wir haben eine unglaublich feine Balance in der Stadt, was Verkehre anbelangt. Wenn hier eine S-Bahn-Linie ausfällt, kriegen Sie ein Verkehrschaos auf der Relation. Machen Sie eine Hauptstraße zu, kriegen Sie ein Verkehrschaos in den S-Bahn, also in ÖPV, ÖPNV, Tram, also Tram und Bus und S-Bahn-Linien. Das ist nichts, wo, genau was ich oft, deswegen, ich habe den Punkt vorhin mit sehr positiv zur Kenntnis genommen, zu sagen, diese Steigerung hinzubekommen eigentlich im ÖPNV, eine Kannibalisierung zu verhindern, kann eigentlich gar nicht das Ziel sein. Das Ziel sein muss es sein, eigentlich muss ich den Gesamtkomplex Verkehr auszulasten optimal. Und das schaffe ich eigentlich nur, wenn ich die Leute dazu bekomme, ist zumindest mein Verständnis, was Multimodalität eigentlich bedeutet, oder Intermodalität ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Da sehe ich einfach, dass wir, und das ist auch genau ein Ansatzpunkt gewesen,
gelesen, neben dem Kostendruck, den Unternehmen jetzt haben bei ihren eigenen Flotten, die sie auch gerne wahrscheinlich lieber heute als morgen eher reduzieren würden, um dann diesen Kostenfaktor zu verlieren, sehe ich einfach, dass die Transparenz nicht dadurch geschaffen wird, dass jetzt München noch eine App mehr irgendwie in den Markt reinbringt. Deswegen ist die Intention auch gar nicht, eine App zu produzieren, sondern eine Infrastruktur bereitzustellen, die sich in das integriert, was sie heute nutzen, nämlich ihr Kalender. Das wäre die Idee dahinter im Grunde genommen. Und was ich merke, ist irgendwie so, wir diskutieren verschiedene Komplexe, aber ich sehe das so irgendwie so lösungsorientiert mal zu sagen, okay, wie kriegen wir das mal zusammengebracht? Und abseits der Hoffnung für eine andere Gesetzgebung, von der ich sage, die dauert mindestens 5 Jahre, bis wir die haben, und abseits der Hoffnung auch, was ein extrem wichtiger Faktor auch für das Ridesharing ist, autonomes Fahren, was auch irgendwie weitere 7 bis 10 Jahre nochmal brauchen wird, einfach mal zu überlegen, okay, was können wir heute tun? Dafür diesen Ansatzpunkt, den Sie vorhin gesagt hatten, zu sagen, in Fahrschulen das zu integrieren, an Schulen das vielleicht transparenter zu machen, also da sozusagen mitzugeben, wo man das lernt, wie man eigentlich Verkehr benutzt und was Verkehr eigentlich ist, Straßenverkehr an der Stelle. Das ist genau der Punkt, den ich auch sehe und den wir immer von der anderen Seite im Prinzip mit Blick auf Geschäftskunden bearbeiten wollen, genau. Darf ich ein Stichwort zum automatisierten Fahren sagen? Ich freue mich total, dass dieses Wort gefallen ist, denn das hat so viele Implikationen für alles, was wir hier besprechen. Und 2050 ist sogar noch, könnte in dem Rahmen sein, wo wir schon relativ weit, naja, nicht weit, aber wir sind auf jeden Fall weiter mit der Automatisierung, als wir uns das potenziell jetzt vorstellen können. Diese Geschichte, potenziell ist Carsharing gut, stationsbasiert noch besser als Free-Floating und Ride-Pooling hat schwierige Effekte. Carsharing stationsbasiert wird es nicht geben bei einer automatisierten Fahrzeug. Welt. Das ist relativ verrückt, das jetzt auch zu trennen. Das sehen wir jetzt schon in den nächsten, können Sie gleich nochmal sagen. Aber wir werden uns auf jeden Fall in demselben Feld tummeln, Gunnar. Meinst du nicht? Okay, kannst ja hier gleich herkommen. Genau. Und das andere, was soll ich noch sagen zum Thema Automatisierung? Also einmal diese Geschichte, dann auch das Thema Wirtschaftlichkeit. Die 70% unserer Kosten sind gerade der Fahrer. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit von diesen Systemen, sei es On-Demand im Linienbus, sei es On-Demand im Shuttle, wird sich in den nächsten Jahren extremst verändern. Die Geschäftsmodelle auch. Also wir arbeiten jetzt mit einem Geschäftsmodell, das sehr an den deutschen regulierten Markt angepasst ist. Das wird sich alles noch ändern. Es besteht noch gar kein richtiger Wettbewerb. Und das sind Dinge, die, wenn wir über 2050 reden und auch jetzt im Personenbeförderungsgesetz, und es dauert bestimmt lange, bis die nächste Novelle dann wieder kommt, die überhaupt nicht berücksichtigt werden, wo ich mir echt ein bisschen Sorgen mache, wie weit und wie langfristig wir da eigentlich denken. Wolltest du mich was sagen? Wollen Sie nicht das verwandeln? Ja, aber... Also bitte gerne. Nein, einfach mal. Ja, ich will, also ich habe vorhin auch einmal automatisiertes Fahren erwähnt. Es gibt verschiedenste Studien dazu, muss man sagen. Wann das genau kommt, glaube ich, da können Sie wie ich nicht sagen, wann. Also das changiert seit Jahrzehnten, wann es kommt. Aber es ist jetzt immer etwas näher gekommen schon, der Zeitpunkt, wann es kommen soll. Die Studien, die es dazu gibt, die das für den städtischen Verkehr simuliert haben, die Auswirkungen dieses Fahrens, haben in großstädtischen Räumen immer zu einer Voraussetzung gehabt, damit der Stadtraum das bewältigen kann, muss ein Großteil auf den Hauptachsen weiterhin öffentlich fahren. Das Problem ist, das automatisierte Fahren ist relativ schwer kompatibel mit dann Verknüpfungen, also die Intermodalität herzustellen, wenn sozusagen ganz viele hunderte automatisierter Fahrzeuge irgendwo ankommen, die dann auf den ÖV übergeleitet werden sollen. Also da sind genau die gleichen Themen in etwas größer wieder drin, die wir heute schon diskutieren. Und jetzt kommt das Entscheidende, die 70% Personalkosten kann man auch mal wegsimulieren, also einfach in Betrachtungen weglassen. Wir landen dann immer noch bei noch viel mehr Mehrleistungen, also Leerleistungen wohlgemerkt, weil wenn ich nämlich mich frei mache von einem Parkplatz, dann schicke ich das Auto halt weg, dann sucht sich das seinen Platz oder fährt eine Zeit lang rum. So, und die Simulationen, die es dazu gibt, haben mich nicht zu einem Besseren geführt im Sinne hier von Fluch oder Segen, sondern haben mich leider in meiner Verfluchung noch bestärkt. Das stimmt, da muss ich direkt drauf antworten. Das stimmt ja auch. Also diese, zum Beispiel die Lissabon-Studien, die alle, ich weiß nicht, ob Sie sich damit auskennen, ITF, International Transport Forum?
Forum, ne? Die haben verschiedene Simulationen gemacht zum Thema automatisiertes Fahren und Auswirkungen auf Stadt. Und das Ergebnis ist immer, dass es nur einen Mehrwert, verkehrlichen Mehrwert haben kann, wenn es hochreguliert ist und wenn es geteilt ist. Shared Autonomous Vehicles ist da immer das Schlagwort, wo wir hin müssen. Jetzt wollen wir Shared Vehicle, A ist noch nicht da. Das wollen wir jetzt aber doch nicht. Also das ist irgendwie eine Diskussion, die mich ein bisschen verrückt macht, weil wenn wir auf 2050 denken, dann sind wir da der Heilsbringer. Wenn wir mit 2019 reden, da sind wir der Fluch. Und wie wir da hinkommen zum Heilsbringer und wie wir das mit dem ÖV verknüpfen können, und zwar schnell, weil wir müssen ja jetzt, sind wir auf dem Markt, jetzt wollen wir, brauchen wir die Rahmenbedingungen. Keine Ahnung. Und da kriege ich auch keine Antwort. Fragen Sie mal im BMVI nach, die werden direkt ohnmächtig. Die Antwort kann man Ihnen aber sofort sagen. 3/4 der Branchenteilnehmer, das sind nicht Sie, die wollen keine Regulierung. Das BMVI ist doch nicht deswegen, also es gibt auch deswegen den Streit, weil das BMVI zum Verrecken keine vernünftige Regulierung will. Also bisher haben die immer nur gesagt, wir regulieren es, aber wenn man fragt, und was soll das sein? Ja, da soll jemand eine Genehmigung bekommen. Aber es gibt keinen Vorschlag vom BMVI bisher, wo eine vernünftige Regulierung drin ist. Und das ist doch der Streit. Gäbe es eine vernünftige Regulierung, wären wir einer Meinung. Und genau das sehe ich auch. Man muss auf Basis einer vernünftigen Regulierung ausprobieren, wie man mit den noch größeren Themen der Zukunft klarkommt. Okay, Johannes Schuler. Also die Johannes Schuler von Fraunhofer Easy, die Diskussion geht so schnell, dass ich immer wieder überlege, okay, soll ich jetzt was ganz anderes nochmal sagen zum autonomen Fahren? Wir machen da auch Studien dazu, auch für, also vor allem fürs BMVI. Ja. Diejenigen, die hohen Minderungspotenziale für den Klimaschutzplan ausgerechnet haben. Also wir sagen nicht, dass es, sagen wir, nee, also Sie haben völlig recht, also es gibt einen Super-GAU, ne, wenn man unreguliertes, autonomes Fahren hat, ganz klar. Und es liegt einfach auch vom Konsumenten her gedacht, wenn die Preise so drastisch sinken bei einem autonomen Fahrzeug, 70% der Kosten weg, dann warum sollte da noch irgendjemand irgendwas anderes fahren als mit einem autonomen Fahrzeug? Genau, aber ich meine, das ist noch 2050 und so, noch ein bisschen weg. Und im Stau stehst du trotzdem. Ja, aber genau. Ist noch ein bisschen hin und so. Ich wollte jetzt nicht so viel über das autonome Fahren. Also sprechen jetzt eher mal über die realen Probleme, die wir haben. Der Werner spricht mir da eigentlich aus der Seele, zumindest zum Teil. Die Frage ist, glaube ich, natürlich, ne, warum sollte man sich überhaupt über diese neuen Mobilitätskonzepte unterhalten, wenn der Hauptgegner quasi der MIV ist und im Prinzip, wir wissen beim MIV, wenn ich da auf reduzierte Anteile kommen will, und Sie hatten es ja vorhin schon gesagt, da muss ich ein bisschen auf Push-Out-Faktoren setzen, dann kriegt man die Leute auch ganz gut runter vom eigenen Fahrzeug. Und das sieht man auch hier, wir machen zum Beispiel sowas in Berlin, wenn Sie sehen, was da die Unternehmen, gerade so Beratungsunternehmen, ihren Mitarbeitern immer anbieten an Paketen. Normalerweise kriegen die ihr eigenes Fahrzeug und das machen die, gerade die Beratungsunternehmen, die machen dann viel Dienstwagen in anderen Städten in Berlin. Sagen die Mitarbeiter, nee, wir wechseln lieber auf das andere Package mit dem ÖPNV-Ticket und noch irgendwelchen Ridesharing oder Ride-Selling-Angeboten, weil das einfach viel zu unattraktiv ist, in bestimmten Städten mit dem eigenen Auto noch rumzufahren. Womit ich jetzt nicht so ganz mitgehe, ist so ein reines Bashing auf diese neuen Ride-Selling-Angebote. Also ich bin auch sehr skeptisch, was das betrifft. Oder das ist auch nicht das, was unsere Untersuchungen so zeigen, dass die Leute alle vom eigenen Auto, also sie würden von einem Auto von A nach B fahren, jetzt sagen sie, ah, jetzt nehme ich das Ride-Selling-Angebot, sondern es ist schon eine Frage für die Leute, ich will von A nach B kommen und da hatten sie vorher ÖPNV, da hatten sie vielleicht noch das Fahrrad und jetzt kommt noch ein attraktives Ride-Selling-Angebot und es holt mich nämlich von zu Hause ab und bringt mich direkt vor die Haustür und ist einfach vom Konsumenten her, von der Usability her viel angenehmer als eben ÖPNV mit 5-mal umsteigen zu nutzen. Jetzt ist es aber nicht so, dass man quasi die Ergebnisse aus den USA mit Uber und 1:1 umsetzen kann oder übertragen kann auf Deutschland, weil wir haben in Deutschland einen hochregulierten Markt. Wir hatten in den USA haben wir eine viel schlechtere ÖPNV-Infrastruktur. Wir hatten lange Uber-Single quasi, bevor es dann zu Uber-Pool wurde. Und es gibt inzwischen auch Studien, die zeigen, dass eben Uber-Pool auch zu einem höheren ÖPNV-Anteil kommen kann, wenn Uber-Pool die Anzeigen für die Railways, also für den Regio Express, wenn man das so übersetzen will, wenn sie die mit reinnehmen und die und Ticketbuchungen mit reinnehmen, dann fangen die Leute auch an, quasi hier multimodal mit Uberpool und dem ÖPNV zu fahren. Und die Frage ist für mich, wir haben ja auch Angebote wie in Berlkönig, also und auch in Duisburg gibt es ja einige, dass quasi die ÖPNV-Unternehmen selber anfangen, sich zu kannibalisieren,
indem sie ihre eigenen Fahrzeuge, ihre eigenen Ride-Selling-Angebote da aufmachen, statt die einfach in die Peripherie zu setzen und zu sagen, okay, ich mache den ÖPNV attraktiver, und da bin ich nämlich nicht mit mehr Werner einer Meinung, da kann ich keine Buslinien einsetzen, weil das für die Leute genauso unattraktiv ist, weil ich dann eben immer noch warten muss, wenn ich an der Endstation von der U-Bahn bin und dann noch irgendwie auf den nachts auf eine halbe Stunde auf den Bus warten muss. Und da sind natürlich diese Ride-Selling-Angebote, die eben flexibel sind, extrem attraktiv. Und da kann man natürlich quasi insgesamt denken, wenn ich 5 Ride-Selling-Autos mit 6 Personen da habe, dann ist es CO2-technisch nicht so effizient wie ein Bus, den ich da fahren lasse, oder ein Bus auf Linie. Aber wenn man das gesamt betrachtet vom Konsumenten her, dann kann das deutlich attraktiver sein. Und das heißt, ich kann deutlich höhere Besetzungszahlen einfach haben. Weil wenn ich ein unattraktives Angebot auf den Markt setze und das dann niemand mehr nutzt, dann ist die Frage, was ich damit mache. Und ich glaube, wir haben uns mal in Bergkönig unterhalten, der Eindruck, oder mit der BVG ist es so, die versuchen halt auch den Markt zu besetzen, damit es halt niemand anderes mehr macht. Deshalb macht man es jetzt lieber selber. Aber so einen richtigen Plan dahinter, warum man das jetzt selber in die Stadt macht, haben die selber nicht. Aber vielleicht so als Anregung, vielleicht haben Sie ja andere Infos dazu. Ich habe eine andere Einschätzung in der Analyse, was ist übertragbar aus den USA auf Deutschland. Ich kann das nicht 1:1 übertragen, das ist klar, aber ich kann mir angucken, was sind die Mechanismen. Und eines ist klar, es kommen nicht zufällig so viele Leute aus dem ÖPNV dort in die Autos. Also wenn es in den USA 40% der Nutzer bei einem schlechteren ÖPNV aus dem ÖPNV da rein wechseln, da kann ich jetzt verschiedene Schlussfolgerungen mal kurz präsentieren, aber vor allen Dingen eine ist zentral. Pooling, also mit fremden Leuten auf engem Raum in einem fremden Auto sitzen, das geht verdammt an die Psyche. Das ist erstmal das nicht, was Menschen gerne tun. Die, die das gelernt haben, das zu tun, sind hochaffin dafür, in andere Autos zu wechseln, auch in kleinere. Das heißt, ÖV-Kunden sind prädestiniert dafür, sich mit fremden Leuten in ein anderes Auto zu setzen. Typische MIV-Selbstfahrer, die das immer gerne so gemacht haben, die gehen ums Verrecken nicht bei fremden Leuten in ein Auto, sondern nur in ein Taxi, was sie en bloc selber gekauft haben. Das trifft wie immer nicht auf alle zu. Aber sozusagen einfach nur mal als das Hemmnis und die Hürde, die dazu führt. Und dann bin ich bei Uberpool, Großstadtverkehr USA. Ich kenne die Untersuchungen. Das sind aber immer Stadt-Vorort-Bedingungen, die wir hier so nicht haben, wo ich sozusagen in einem Vorort per Uber dahin fahre und dann über 20, 30 Kilometer Hauptlauf mit SPNV. Die Bedingungen haben wir in Deutschland relativ wenig. Und der letzte Punkt. Ich finde es richtig, genau das, was Sie skizziert haben. U-Bahn-Endpunkt, da mal gucken, was geht. Aber ich kann Ihnen sicher sagen, es sind ungefähr Taxikosten, die entstehen. Und die sind über einen VBB-Tarif, Sie waren jetzt hier gerade in Berlin, eben nicht abgedeckt. Das heißt, der Zuschussbedarf ist immens. Und wenn ich mein Geld rational ausgebe, dann muss ich jetzt sagen, doppelten Takt mit einer Buslinie irgendwo wird mehr Wirkung haben mit Blick auf mehr Fahrgäste im ÖPNV als dieses. Ist Ihre Prognose? Ja, genau. Ich würde auch gerne noch eine Frage stellen. Was ich mich gerade gefragt habe, wenn Clever Shuttle bei Yelby mit rein will, Berlkönig da schon drin ist, das sind ja ganz ähnliche Angebote, wie funktioniert es bei einer App, die von der BVG bereitgestellt wird? Und ich will dann von A nach B fahren und dann sagt mir die BVG-App, naja, erstmal Berlkönig. Also gibt es eine Priorisierung oder wie wählt mir diese App dann den Dienstleister aus, der mich von A nach B bringt? Also ich kann es einfach nicht so richtig nachvollziehen. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der Berlkönig ist gerade noch nicht integriert oder ist jetzt schon drin. Okay, dann habe ich es noch nicht ausprobiert. Aber ich gehe mal so davon aus, es ist wie davor auch. Das heißt, du gibst an, ich möchte von A nach B und dann wird dir entweder nach Preis aufgelistet, was kostet wie viel, 2,80 Euro Einzelticket, 5,50 Euro mit Clever Shuttle, 6 Euro Berlkönig oder andersrum. Ne? Also und so, und dann kannst du das danach auswählen. Sie dürfen nicht priorisieren und nur ihre BVG-Produkte erstmal anbieten. Ich weiß nicht, ob sie es nicht dürfen oder bewusst gewählt haben, auf einer Plattform zu sein, aber du kriegst entweder das Ergebnis nach Preis, sondern nach Zeit ausgestaffelt. Genau. Und
Ja. Gibt es denn schon eine Preisstaffelung nach irgendwie Ort und Zeit, also nach Nachfrage im Prinzip differenziert? Dadurch entsteht dann aber eine höhere Konkurrenz zwischen den beiden Anbietern und insgesamt gehen dann die Kosten runter für den Nutzer? Geht das auf so? Der Gedanke? Ich kann noch nicht ganz folgen, aber es liegt vielleicht auch an mir. Also zurzeit haben wir, wie sich unser Preis zusammensetzt wie wir uns unterscheiden. Also ich wäre ja blöd, wenn es Yelby gibt und alles da drin ist, mir noch die Einzel-Apps runterzuladen. Ja? Das heißt, ich sehe auf einen Blick, welches das günstigste Angebot ist und dadurch habe ich natürlich eine viel höhere Konkurrenz zwischen den Anbietern und viel mehr einen Anreiz, mit den Preisen runterzugehen, damit der Nutzer, der Yelby-App dann, also ich meine, damit wenn ich jetzt Bergkönig und Clever Shuttle zur Auswahl habe, dann nehme ich doch erstmal das günstigere Produkt. Ja, kann ich, also wir haben keine reale Erfahrungen bis jetzt da, weil es eben diese doppelte Integration noch nicht gibt, aber mit Sicherheit, wir können unseren Preis nicht frei wählen, also es ist ein Preiskorridor, der uns meistens von der Stadt vorgegeben wird, der ist immer über dem ÖPNV-Preis und unter dem Taxi, meistens 40-50% günstiger als das Taxi und dazwischen setzen wir unsere Preisformel an. Das ist, ja. Ah, und der Preiskorridor, nur zum Verständnis, wird festgelegt, von der Stadt vorgegeben. Kann von der Stadt vorgegeben werden, weil es quasi in einem Experimentierstatus ist. Ah, okay, gut. Nö, auch über zwei, also es gibt ja zwei Genehmigungswege, es wird uns immer als Auflage vorgegeben. Es gibt auch Städte, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, in einer Stadt haben wir eine freie Preisbildung, aber ich meine, wenn wir zum ÖPNV-Preis fahren, dann sind wir nie wirtschaftlich. Also, ne, wir wollen, genau, also das heißt, diesen Preiskorridor forcieren wir jetzt auch in den Gesprächen zum PBFG, dass wir das eben wollen und sagen, dass es da auch eine Abgrenzung geben muss zum ÖPNV. Und ansonsten wird es ein knallharter Wettbewerb, kann ich mir vorstellen. Ja, gerade sind das überhaupt nicht, ist es nicht vergleichbar. Der Bergkönig fährt nur in zwei Bezirken in Berlin und hat ein anderes Geschäftsmodell mit virtuellen Haltestationen. Wir mussten uns anders aufbauen, um dem nicht zu ähnlich. Also wir waren zuerst da, aber sie mussten sich anders aufbauen, um uns nicht ähnlich genug zu sein. Wir fahren in ganz Berlin, hatten dafür am Anfang viel weniger Fahrzeuge, haben keine virtuelle Haltestation. Also es ist eine relativ verrückte Welt gerade. Und deswegen haben wir auch noch keine Ergebnisse, weil wir überhaupt gar keinen, also wir liefern halbjährlich unsere Daten zum Thema Datenverfügbarkeit an die verschiedenen Städte, die Stadtverwaltung. Wenn die, und da können die Städte auch nichts für, aber meistens haben die gar nicht die Möglichkeiten, sich diese Daten anzuschauen und dementsprechend auszuwerten, weil das oft bei den Ordnungsämtern liegt. Ein Ordnungsamt hat gleichzeitig auch mit Geflüchteten zu tun und teilweise noch mit Prostitution und dann sollen die auch noch sowas auswerten. Also das geht gerade nicht genau, aber ja. Und es ist ja noch ein Thema, wie schnell die Fahrzeuge vor Ort sind. Also es gibt ja jetzt schon die Situation bei Google Maps, wenn sie reingehen, da gibt es jetzt dieses Free Taxi oder sowas in Berlin. Also es ist je nach Stadt irgendwie unterschiedlich, zwei verschiedene Taxianbieter. Und da kann ich reingucken und die haben unterschiedliche Preise, aber sind auch unterschiedlich schnell vor Ort. Und das spielt ja für den Kunden beides eine Rolle, ne? Preis und wie schnell sind die da. Und wenn ich dann Clever Shuttle habe und ums Eck irgendwie einen Bergkönig, der halt die ganze Zeit rumkurvt, dann macht das ja nochmal einen Unterschied für den Nutzer, also ist ja nicht nur der Preis dann. Alles gut. Also ich glaube, das Beispiel Yelby zeigt es ganz gut, diese Integration von zwei Pooling-Anbietern. Das ist sozusagen das, wo es eigentlich hingehen müsste. Und man müsste sich eigentlich fragen, warum jetzt BMW mit DriveNow und Daimler mit Car2Go da nicht auch reingeht in die App. Ich vermute, Gespräche sind da geführt worden von Seiten BVG, aber ich vermute, die waren nicht erfolgreich. Und da ist aber genau der Punkt für den Kunden, dass die Absurdität eigentlich ist. Ich kann eine App nutzen, kriege dann zwei Anbieter angezeigt, dann nehme ich mir die nächste vor, sehe dann wieder zwei Anbieter und muss für mich selber überlegen, okay, was ist für mich das Beste jetzt im Prinzip? Und das ist, glaube ich, da, wo die Nutzungsbarriere einfach liegt, jenseits des Preises, glaube ich auch. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch 5 Minuten. Letzte Chancen. Dankeschön. Ja, Dag Schulze vom Klimabündnis. Ich habe jetzt ganz wenig gehört. Also es hieß dann immer, es ist jetzt sozusagen Klimaschutz, wenn wir vom Auto umsteigen auf dem ÖPNV oder sowas. Aber was ist denn, eigentlich machen wir doch immer Mobilität noch attraktiver mit allem, was ich hier gehört habe. Führt es nicht eigentlich letztendlich zu mehr Verkehr? Also eigentlich Klimaschutz hätte vielleicht auch Suffizienz, also weniger Verkehr, weniger unterwegs sein und trotzdem vielleicht mobil bleiben.
Gibt es denn da auch eine Lösung? Also, dass ich im Prinzip in die Apps dann vielleicht ja, was integriere, wo ich dann halt einfach Verkehr spare, weil ich sozusagen vielleicht irgendein Ziel verfolge und dann hilft mir die App zu sagen, guck mal, da sind Leute, die wollen das Gleiche machen wie du und du musst gar nicht zu den Leuten fahren, sondern mach doch mal mit denen was. Also sich weniger bewegen. Sich weniger bewegen und trotzdem geistig mobil bleiben, vielleicht sogar aus seinen Internetblasen rausfallen. Also nicht immer in der Blase bleiben und ich meine, ist jetzt vielleicht, klingt vielleicht verrückt, aber ich finde es schon mal spannend, über auch so soziale Innovationen nachzudenken, ob nicht ganz im Gegensatz, so wie das heute alles ist, wie wir heute Vormittag auch gehört haben, dass eigentlich das immer diese ingenieursmäßige Optimierung ist, wie die Algorithmen sind, es wird immer enger, dass man da mal mehr Diversität reinbringt und so auch vielleicht zu so neuen sozialen Kisten kommt und sagt, ich will jetzt gerade, weiß ich, irgendwie was Gemeinschaftliches machen, ja, und dann greife ich gar nicht immer auf alte Freunde zurück, sondern gehe jetzt vielleicht mal zu Leuten, die so ein ähnliches Profil, keine Ahnung, also... Also ich muss gestehen, ich glaube, aktuell eine konventionelle App kenne ich nicht, die sowas anbietet. Aber ich kenne so diesen Gamification-Ansatz ja wohl aus Tinder Forschungsprojekten. Vielleicht. Also in Forschungsprojekten haben wir es tatsächlich schon so gemacht, dass die Leute gemeinsam in Gruppen organisiert waren und die konnten Bäume wachsen lassen. Also je mehr Fahrrad die gefahren sind, umso mehr Bäume haben die sozusagen produziert. Also es ist vielleicht tatsächlich ein Ansatz, in so einer App sozusagen die Wahl des eher umweltbewussteren Verkehrsmittels nochmal attraktiver zu machen. Schlussendlich, glaube ich, haben solche multimodalen Apps ein bisschen den Vorteil, dass sie Leuten, die eigentlich, mein gut, man kann Voreinstellungen machen und kriegt den ÖV vielleicht gar nicht angezeigt, aber vom Prinzip her ist es auch erstmal die Möglichkeit, überhaupt Angebote wahrzunehmen, die man so noch gar nicht gesehen hat. Also jemand, der ins Auto steigt und jetzt, den muss man erstmal dazu bringen, eine multimodale App irgendwie zu nutzen, wenn er eingefleischter Autofahrer ist, aber der weiß oft gar nicht um die Alternativen, die er irgendwie hat und da haben solche Apps möglicherweise eben auch nochmal irgendwie eine Chance. Ich weiß nicht, das heißt eben immer so diese Kannibalisierung auch des ÖVs. Es ist eben so, dass das eine Gruppe ist, die sehr viel ÖV fährt. Und deswegen ist es irgendwie auch sehr plausibel, gerade auch beim Free-Floating-Carsharing, dass zu einem relativ hohen Anteil einfach auch ÖV-Wege damit substituiert werden. Man muss, glaube ich, immer auf das Gesamte gucken. Ich glaube, es ist auch tatsächlich so, dass dieser Begriff Bequemlichkeitsmobilität, der ist vorhin gefallen. Wenn man rausgeht und es regnet und da steht halt gerade um die Ecke irgendwie ein Free-Floating-Carsharing-Wagen, dann ist der Reiz vielleicht doch schon relativ groß, einfach zu sagen, ich lasse den ÖV jetzt einfach an der Stelle gut sein und fahre mit dem Auto. Dass es diesen Effekt hat, glaube ich, ist auch gar nicht zu bestreiten. Ich glaube, Tatsache ist aber einfach, dass das echt Leute sind, die in ihrem gesamten Mobilitätsverhalten vergleichsweise umweltbewusst sind. Also es sind multimodale Leute, die schon ein ziemlich breites Set an Verkehrsmitteln nutzen. Und im Rahmen von unserem Projekt Wimobil, da hatten wir auch Free-Floating-Carsharing, stationsgebundenes Carsharing untersucht. Und wir haben im Gegensatz, glaube ich, zur Öko-Institut-Studie schon noch recht positive Wirkungen auch dort festgestellt, dass die in Summe zum Beispiel in dem Betrachtungszeitraum mehr Pkw ab als angeschafft haben und dass es einfach auch eine Gruppe ist, die weitaus seltener im Besitz eines PKWs ist, also in Anführungszeichen, dass da noch eine relative Menge an guten Dingen passiert. Aber unterm Strich, klar, ist es natürlich eine Option, erstmal Auto zu fahren, aber wenn es gut läuft, ist es eben ein Baustein mehr, sich letztlich multimodal zu bewegen und das Auto hat hoffentlich dann immer weniger im Eigenbesitz die Rolle. Aber sowas wie eine Nah-App, also wo man mal ganz anders denkt, also wo es einfach geht, was ist denn hier Gutes in der Nähe? Ich muss gar nicht so weit. Aber da gibt es also nebenan.de, diese ganzen Nachbarschaftsforen, da gibt es schon Dinge. Aber ich glaube jetzt so im Kontext von Mobilität und vielleicht auch vom Personenbeförderungsgesetz passt das vielleicht gerade nicht so da rein in diesen Rahmen. Das ist nochmal eine Informationsebene mehr, die man verarbeiten muss. Ne? Vor allen Dingen hat es dann zur Folge, dass man gar nicht weiß, dass es Berlkönig nur in zwei Bezirken von Berlin gibt, wenn man in Mitte lebt und in Mitte arbeitet. Ich war gerade etwas überrascht, weil diese Fahrzeuge eigentlich ständig vor meiner Nase rumfahren. Ich wusste gar nicht, dass es gar nicht ganz Berlin so ist. Jan. Also die Apps in den USA haben im Schnitt, also die App-Verkehre dort, mehr Verkehr von ungefähr 5% erzeugt. Also nach den Untersuchungen, die es dort gibt. Der größte Wachstumstreiber subjektiv wahrgenommen von Fahrgästen für den ÖPNV waren in den letzten 5 bis 10 Jahren die Fahrplan-Apps des ÖPNV.
Und zwar nicht nur, weil die Verfügbarkeit auf einmal plastisch wurde, die es vorher nie gab, sondern, und das fand ich das Interessanteste, weil die Souveränität auf einmal da war. Das heißt, ÖPNV war Ohnmacht. Irgendwas blieb stehen, nichts ging, keine Durchsage. Und wie komme ich weiter? Was mache ich jetzt? Wir waren echt überrascht, als wir bei Kundenbefragungen rausbekamen, das Beste am ÖPNV im Verhältnis zum Auto ist, dass ich souveräner bin, um in gestörten Situationen damit umzugehen und jederzeit zu wissen, was kommt, wegen der App. Also das mal, um zu sagen, was solche Apps durchaus an Marktdurchdringung bewirken können. Und der letzte Punkt, auf den von kurz vorher ich noch mit Werbe eingehen möchte, ist, in den USA haben die einzelnen Staaten kräftig darum gekämpft, Monitoring-Daten zu bekommen. Also ein Gesetz mit Regulierung funktioniert nur, wenn der Regulierende weiß, was er reguliert. Dazu müssen die Daten übermittelt werden und die sind schlicht alle vorhanden und sind in digitalem Format bei Ihnen im Unternehmen ja vorhanden. Und die müssen schlicht übermittelt werden zum Zwecke der richtigen Regulierung. Und da müssen Berichte daraus erzeugt werden, die letztendlich nur auf einen einzigen Punkt abzielen müssen. Ist es gelungen, mehr Mobilität mit weniger Verkehr zu generieren oder nicht? Also das kann ich so simpel gestalten, dass ich damit auch hinterher erstmal vom Grundergebnis weiß, ob es ein Erfolg ist oder nicht. Dazu muss man nur vorher die Erfolgskriterien halt festlegen. In wenigen Städten ist es wirklich so gelungen. In New York, ja, die haben schlicht den allergrößten Druck. An anderen Stellen nicht gleichermaßen. Aber hier sind sie ja, hatten Sie ja gerade berichtet, genau dazu verpflichtet zu berichten. Und das finde ich auch gut so. Und ohne das kann ich mir auch keine Regulierung vorstellen. Kommt auf die Stadt drauf an. Ja. Gut. Ganz herzlichen Dank. Ich würde vielleicht noch einmal kurz mit der Vorbemerkung abschließen. Mit Apps zum Klimaschutz im ÖPNV scheint es auf jeden Fall positiv zu unterstützen. Was ich weiter mitgenommen habe, ist, dass wir mal die Daumen drücken, dass das BMVI eine ordentliche Regulierung auf den Weg bringt. Wahrscheinlich dann eher unter irgendwann mal einer neuen Bundesregierung. Und wenn wir uns in 4, 6, 8 Jahren wiedersehen, ganz viele Daten zur Verfügung stehen, dann können wir gucken, was unsere hypothetischen Überlegungen heute, was aus denen denn dann so geworden ist. Ganz herzlichen Dank auch für die rege Beteiligung. Einen ganz herzlichen Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich habe viel dazugelernt und wünsche noch einen guten Tag.